Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Regulating Economy, Wirtschaftsgespräche an der Johannes Kepler Universität in Linz. Der Rahmen ist ja bereits gewohnt. Wir befinden uns heute Gott sei Dank wieder auch physisch vor Ort im Kepler Salon aus Linz. Wir begrüßen Sie aus Linz, auch wenn Sie uns nicht vor Ort verfolgen, sondern digital auf YouTube verfolgen. Im Fokus der heutigen Veranstaltung steht das Thema Innovation und Regulierung von Innovation. Und es freut mich ganz besonders, dass wir in dieser Veranstaltungsreihe, die sich mit Fragen der Regulierung von Wirtschaft, von wirtschaftlichen Akteuren beschäftigt, heute das Thema der Innovation in den Blickpunkt nehmen, weil, und das glaube ich, brauche ich nicht allzu lange auszuführen, dass ein Bereich ist, der für uns alle von größter Relevanz ist. Man kann heutzutage, das ist glaube ich jedem bewusst, die Rolle von technischer Innovation im Rahmen einer wissensdigital basierten Wirtschaft nicht überschätzen. Und ich glaube, man kann es auch sagen, die großen Herausforderungen, denen wir als Gesellschaft begegnen, Stichwort Klimawandel, Energiewende, werden wahrscheinlich auch zu einem großen Teil nur wirklich gemeistert werden können durch auch Innovation. Und man kann es auch sagen, das sehen wir, glaube ich, auch seit mehreren Jahren, das Thema Innovation, Regulierung von innovativen Akteuren ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft, auch im gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Wenn Sie sich überlegen, wie wir die Regulierung von Kommunikationsplattformen, von Medienplattformen diskutieren der letzten Jahre, wie wir das breit diskutieren, in Bevölkerungsschichten diskutieren, die sich vielleicht vor etlichen Jahren nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und wir auch sehen, dass das nicht mehr nur den urheberrechtlichen Bereich betrifft, sondern im Zuge der Pandemie Patente auf medizinische Erzeugnisse auch zunehmend den technischen Bereich betrifft. Ich habe mir, weil das ja grundlagenorientierte Diskussionsveranstaltung auch sein soll, heute noch kurz die Mühe gemacht und in einem Wörterbuch nachgeschlagen, was eigentlich Innovation dem Wortsinn nach bedeutet. Und da findet man einen sehr spannenden Definitionsansatz, nämlich im Bereich der Soziologie, dass man sagt, es geht um eine geplante und kontrollierte Veränderung. Eine geplante und kontrollierte Veränderung von sozialen Systemen. Und das ist natürlich sehr interessant, weil sich natürlich die Frage stellt, ja, geplant und kontrolliert, durch wen eigentlich, durch wen und in welche Richtung wird hier eigentlich Innovation getätigt, in welche Richtung geht Innovation eigentlich. Da ist zunächst einmal natürlich die Ausgangssituation klar, wenn Sie an digitale Akteure denken, Big Tech-Unternehmen denken, das sind die Parameter, was ist technisch möglich, was ist wirtschaftlich verwertbar. Man könnte auch sagen, das haben wir auch mittlerweile sehr oft schon gesehen, ja, die Wirtschaft und die Technik preschen voran, digitale Märkte, die eröffnet werden, und das Recht hinkt irgendwie hinterher. Und interessant ist, dass in den letzten Jahren dann doch auch ein anderes Verständnis zunehmend erkennbar wird, nämlich ein aktiveres Verständnis auch des Gesetzgebers, vor allem des europäischen Gesetzgebers, wenn man an Gesetzesvorschläge, Gesetzesvorhaben, aber auch bereits durchgeführte Gesetzesbestimmungen, eingeführte Gesetzesbestimmungen denkt, die Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, den Data Markets Act, Digital Services Act, den Data Act, ich glaube, wir werden auch heute noch darauf zu sprechen kommen, dann sieht man, dass da eigentlich mittlerweile auch im Bereich der Gesetzgebung ein zunehmend aktiveres Verständnis vorherrscht, dass man Innovation auch regulieren möchte. Und da stellt sich natürlich, das ist gleichzeitig auch die Brücke zum heutigen Vorschlag, die Frage, in welche Richtung geht es eigentlich? In welche Richtung wird eigentlich Innovation reguliert? Und es freut mich ganz besonders, dass wir zu diesem Thema einen der, und das ist glaube ich nicht übertrieben, profiliertesten Wissenschaftler im europäischen Raum, aber auch darüber hinaus gewinnen konnten. Professor Matthias Leistner kommt zu uns aus München, aber ich glaube, er war kurz davor auch auf einem Forschungsaufenthalt in Amerika. Er ist in München Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht und Recht des geistigen Eigentums mit Informationsrecht und IT-Recht. Und das würde jetzt völlig den Rahmen sprengen, beschäftigt sich in seiner Forschung mit einer unglaublichen Fülle an Rechtsfragen des Innovationsrechts, des geistigen Eigentums in seiner Bandbreite, des Wettbewerbsrechts, auch mit den Zusammenhängen zwischen geistigem Eigentum und Wettbewerbsrecht und, um nur einen dritten Bereich noch zu nennen, mit dem großen Bereich Daten als Rechtsobjekte
viel weiter natürlich als den Bereich des Datenschutzrechts, der damit verbunden ist. Ja, Herr Professor Leistner, lieber Matthias, es freut uns sehr, dich heute in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Professor Homer, lieber Philipp, für diese überaus liebenswürdige Einführung, die mich beinahe ein wenig hat erröten lassen. Ich habe ja heute einen Vortrag mitgebracht, den ich mit dem Titel benannt habe, Why the Structure and Direction of Innovation Matters, mit dem Untertitel Another View of the Cathedral. Die erste Frage, die sich Ihnen dann aufdrängt, wird sein, warum denn auf Englisch? Und da ist eine Entschuldigung fällig, wie der Philipp Homer gerade sagte, ist das entstanden als Idee im Rahmen eines Forschungsaufenthalts an der Columbia. Das ist also tatsächlich Work in Progress. Das ist eine Idee für ein Forschungspaper, die ich jetzt in ein, zwei Vorträgen diskutieren, noch konkretisieren will und dann im kommenden Jahr im Rahmen eines Forschungsaufenthalts an der NYU zu Ende bringen will. Und deshalb haben sich die Veranstalterinnen freundlicherweise bereit erklärt, dass ich für Sie anhand der englischen Folien vortragen darf, die ich dazu vorgetragen habe. Aber nun auf Englisch vorzutragen, das hätten wir arg gekünstelt empfunden. Und dann haben wir gesagt, machen wir das auf Deutsch. Aber Sie haben bitte Verständnis, dass diese englischen Folien unterliegen. Und wenn Sie dann meinen Untertitel sehen, Another View of the Cathedral, dann wird natürlich sofort der eine oder andere von Ihnen an dieses berühmt gewordene Paper von Guido Calabresi und seinem Studenten Douglas Melamed denken, Property, Liability and Inalienability, One View of the Cathedral. Warum nun dieser Titel, dieses Wortspiel? Sonderlich originell ist mein Titel nicht. Schauen Sie mal, was draus geworden ist in der Geschichte. Erstens mal hatten schon Calabresi und Melamed an der Stelle eigentlich eine Entlehnung vorgenommen, denn es ging ihnen um das Gemälde 33 Ansichten der Kathedrale von Rouen von Claude Monet. Und aufgrund dieser 33 Gemälde der Kathedrale von Rouen sagten sie, wir haben auf rechtliche Institutionen eine weitere Sichtweise, another view of the cathedral. Und schon insoweit handelte es sich also um eine Art Wortspiel, um eine Entlehnung. Und nun schauen Sie, das, was ich dann gemacht habe, ist alles andere als originell. Das sind alles Aufsatztitel aus SSRN. Es nimmt also kein Ende. 5, 6 Mal haben Autoren auch den Titel Another View of the Cathedral gewählt. Da ist wahrlich nichts neu, denn man könnte auch sagen, auch den Titel gab es, Sie brauchen bestimmt keine andere Tour von Calabresi und Melamed's Cathedral. Dann wäre die Frage berechtigt, warum wähle ich diesen Titel? Nun, ich habe zwei Gründe. Erstens möchte ich tatsächlich eine andere Perspektive aufs Innovationsrecht, aufs Recht des geistigen Eigentums verfolgen und vorschlagen, die zwar nicht gänzlich neu ist, die aber doch seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Stück weit aus dem Interessenmittelpunkt geraten ist, ein Stück weit aus dem Blick geraten ist. Und das ist genau die Grundrichtung, die der Philipp Homer gerade in den Mittelpunkt gerückt hat. Die Fragestellung, inwieweit wir mithilfe der geistigen Eigentumsrechte nicht nur Institutionen zur Verfügung stellen, innerhalb derer dann der Markt die weitere Innovationsrichtung bestimmt, sondern vielmehr die etwas kompliziertere, aber auch lohnendere Frage, inwieweit geistige Eigentumsrechte die Richtung der Innovation schon mitbestimmen, inwieweit sie Einfluss nehmen auf die Struktur der Innovationsmärkte und inwieweit sie gegebenenfalls bestimmte Innovationsmärkte überhaupt erst schaffen, die ohne geistige Eigentumsrechte in dieser Form nicht entstehen würden. Und zweiter Grund für den Titel: Der Titel selbst illustriert, wenn Sie sich auf der Folie nochmal ansehen, die entsprechenden Spielereien, wie das beispielsweise im Urheberrecht der Fall ist. Die urheberrechtliche Regel, dass derlei Werktitel nicht geschützt ist, ist im deutschen und österreichischen Recht mit kleineren Ausnahmen in der Rechtsprechung weitgehend etabliert. Selbstverständlich ist sie nicht. Nette Zufälle, vor einer Woche wird
Mariah Carey für All I Want Is for Christmas Is You vor einem amerikanischen Bundesgericht in Delaware in Anspruch genommen wegen Urheberrechtsverletzung, weil der Titel All I Want for Christmas Is You schon zuvor existierte und insoweit jetzt eine urheberrechtliche Inanspruchnahme droht. Wenn also urheberrechtlicher Schutz in größerem Umfang als bei uns in den letzten Jahren etwa für Werktitel gewährt würde, wäre die entsprechende Rückwirkung nicht nur eine Rückwirkung auf die Innovationsrate, auf den Umfang der Kreativität, sondern eine solche Änderung würde sich mit Sicherheit auf den Inhalt der Kreativität in diesem Bereich auswirken. Wir alle würden uns mehr Gedanken machen über genuin originelle Titel. Wir würden vor Wortspielen, Variationen und Ähnlichem mehr zurückschrecken, weil unsere Universitäten, arm wie sie ausnahmslos sind, nicht bereit wären, uns die Lizenzgebühren zu zahlen für all diese Wortspielereien. Ob das dann im Bereich der Werke der Literatur eine bessere Welt oder eine schlechtere Welt wäre, dieser Frage möchte ich mich gar nicht zuwenden. Jedenfalls aber beeinflusst die Ausgestaltung der Institutionen Urheberrecht nicht nur das Maß der Kreativität, wie es in unserer Gesellschaft stattfindet, sondern sie beeinflusst auch die Richtung. Und genau diese These, die für die 2000er Jahre relativ neu ist, möchte ich Ihnen anhand dreier Fallbeispiele vorstellen. Die betreffen tatsächlich das Urheberrecht, die betreffen das Patentrecht und die betreffen zuletzt dann schon als Vorlage für die Diskussion das auch von Herrn Homar schon angesprochene Datenrecht und hier insbesondere den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Data Act. Vorher habe ich einen Überblick. Nicht nur ist die Innovationsrichtung und die Innovationsrate interessant, sondern zutreffend ist sicherlich auch, dass die jeweilige Innovationsgeschwindigkeit sich in der Geschichte nach Christi Geburt in erheblichem Umfang unterschieden hat. Phasen langsamere Innovationsraten haben sich mit Phasen mehr oder weniger rasant beschleunigter industrieller Revolutionen abgewechselt. Hier fehlt die erste, Georgian Industrial Revolution im 17., 18. Jahrhundert. Ich habe mal Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen. Da haben Sie natürlich mit der Entwicklung der entsprechenden Industrien, erstmals in industriellem Umfang, eine stark erhöhte Innovationsrate. Ist immer etwas schwer zu messen, aber es gibt Literatur, die Baseline zu den Patentanmeldungen geht natürlich permanent hoch. Dann muss man das bereinigen, aber so in etwa ist das schon exakt. Dann haben Sie, tragisch wie es sein mag, verursacht durch den Zweiten Weltkrieg, eine ganz erhebliche Steigerung der Innovationsrate in den 30er, 40er, 50er bis Anfang der 60er Jahre und dann erst ab Beginn der 80er mit dem Personal Computer und zuletzt mit Biotech zwei weitere dieser Entwicklungen. Und es ist nun sehr interessant, wenn man das Ganze gesellschaftsrechtlich und rechtspolitisch mal mit den entsprechenden Regulierungsphasen überblendet. Dann haben Sie zu Beginn der zweiten industriellen Revolution zunächst mal von einem starken laissez-faire geprägter Haltung. Das führte dann Ende des 19. Jahrhunderts zu einem weitgehenden Zusammenbruch des Bankensystems. Und dann hat man ein erstes Mal angesichts kollabierender Börsen gesagt, Regulierung muss herzu. Aus dieser Zeit stammt natürlich auch die Sozialgesetzgebung auf Grundlage entsprechender Vorschläge von Bismarck. Das ist so die Richtung aus dem deutschen Recht betrachtet. Dann haben Sie in der industriellen Revolution, wie sie durch die großen Kriege angestoßen wurde, eine ganz starke regulationsfreundliche, das eine steht für mich so für die liberalere Haltung, das andere für die sozialistischere Haltung, eine ganz starke eingriffsregulierungsfreudige Haltung, zumal in den USA in den 30ern bis 50er Jahren. Das verbindet sich mit Roosevelts New Deal, das verbindet sich mit Trumans Fair Deal nach dem Zweiten Weltkrieg, der das Ganze sozusagen noch in weiterem Umfang in die Gesellschaft gebracht hat. Kleine Seitenbemerkung, die einzige Bevölkerungsgruppe, die zu dieser Zeit von diesen sozialfreundlichen Regulierungsmaßnahmen nicht bedacht wurde, waren die farbigen Afro-Americans. Da liegt ein Stück weit der Krise und Probleme, die wir an der Stelle sehen. Roosevelts New Deal eigentlich nur ermöglicht, weil er insoweit immer noch einer bestimmten Segregationspolitik folgte, aber dies nur als eine Seitenbemerkung zum Nachdenken.
Und wir haben dann ab den 80ern natürlich eine deutliche Laissez-faire-Haltung, die ganz einfach auch davon befördert war, dass das Ganze ja so gut funktionierte und so erheblichen Wohlstand generierte. Weit mehr als 100 Milliardäre in Kalifornien produziert hat. Und jetzt sehen wir gerade zunehmend aus Europa, Herr Homer hat es angesprochen, eine Bewegung, die zunehmend aus soziologischer Sicht, aus gesellschaftsdemokratiebezogener Sicht, aber auch aus wirtschaftsrechtlicher Sicht sich fragt, wie weit wir diese neueste Entwicklung industrieller Revolution zunehmend regulieren müssen. Das betrifft einerseits die Regulierung der Internetplattformen und Dienstleister jeglicher Couleur. Da schreitet Europa ja jetzt voran, aber Achtung, so sehr schreitet Europa gar nicht voran. Australien hat ein entsprechendes Gesetz schon, England hat ein entsprechendes Gesetz schon, China ist in einer entsprechenden Regulierung. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht, schon sehr, sehr weit. Also First Runner ist Europa hier nicht mehr, Europa ist nur im Vergleich zu den Vereinigten Staaten schnell, aber das will ja möglicherweise nicht mehr ganz so viel heißen. Und wenn Sie dann versuchen, so ein Stück weit vor der Welle zu denken, dann werden sicherlich entsprechende Regulierungsherausforderungen gerade jetzt nach der Pandemie entstehen im Bereich der Biotechnologie. Denken Sie etwa an die CRISPR-Cas-Technologie, die Genschere, die in absolut neuem Umfang gentechnologische Veränderung von Pflanzen im Bereich der Green Biotech gestatten wird, die aber natürlich auch im Medikamentendesign bei den mRNA-Based Medicines eine entsprechende neue Revolution mit sich bringen wird und wo wir uns wiederum fragen müssen, wie wir das Ganze patentrechtlich regulieren, damit es möglichst in eine Richtung geht, die in diesem Bereich insbesondere auch gesellschaftlich akzeptiert wird. Denken Sie an die Diskussion um gentechnisch veränderte Lebensmittel und Ähnliches mehr. Und wenn man dies alles nun, um mal zum Thema zu kommen, auf die entsprechenden Grundlagen des geistigen Eigentums, des Urheberpatentrechts, des Datenrechts spiegelt, dann war diese Laissez-faire-Haltung etwa ab den 60er Jahren von dem geprägt, was der Kollege Thomas Dreier mal als Property Logic bezeichnet hat, in einem Paper über die immer zunehmende Zuordnung von Sekundärmärkten im Urheberrecht. Bestimmte Sekundärmärkte, die gar nicht der primäre Verwertungsmarkt sind, werden alle mit in der rechtlichen Position integriert. Die Schutzdauer wird ausgeweitet. Schranken werden eher zurückgeschnitten, etwa im Zusammenhang der Internetnutzung, wo man ja durchaus auch ganz anders hätte ansetzen können. Man war also sehr, sehr vereinfacht gesprochen der Auffassung, solange man nur die Ergebnisse geistiger Tätigkeit, die sogenannten Immaterialgüter, in möglichst hohem Umfang in einem entsprechenden geistigen Eigentumsrecht internalisiere, würde der Markt dann den Rest der Arbeit regeln. Entsprechender Verbraucherbedarf für Innovation, für Kreativität sei da und es gehe eigentlich nur darum, ein möglichst umfassendes Paket eines Property Rights zu schaffen, das dann insoweit im Rahmen der Marktstrukturen gehandelt wird und dann würde die berühmte unsichtbare Hand schon dafür sorgen, dass auch die Kreativitäts-, die Innovationsrichtung stimmt. Schon seit den 80ern und in Kontinentaleuropa, in Deutschland, so etwa ab Mitte der 90er Jahre, ist das natürlich zwischenzeitlich abgelöst durch modernere Theorien. Der eine oder andere von Ihnen, der sich damit beschäftigt hat, wird das wissen. Und das sind so die Überlegungen, die sagen, ganz so einfach ist es nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, hier ein Common-Goods-Problem zu lösen, nämlich wie folgt. Grundsätzlich würde statische Effizienz bei geistigen Gütern doch dafür sprechen, dass man allseitig zugreifen kann, dann sind die Verhältnisse effizient, der allseitige Zugriff wäre hier die statisch effiziente Lösung, aber das würde dann zu Unterinvestitionen führen im Bereich der Produktion geistiger Güter, weil angesichts freien Zugriffs dann sich die Investition in geistige Güter nicht lohnen würde, es wären Unteranreize. Unsere Verlage würden sagen, es ist ja prima, dass ihr Bücher schreiben wollt, ihr seid möglicherweise auch intrinsisch motiviert, aber wir können die Bücher leider nicht mehr produzieren, die werden sofort kopiert, es lohnt sich nicht in dem Bereich zu investieren. Und das wäre in etwa die Common-Goods-Theorie, die eben angesichts der Unterinvestitionen in sogenannte Common Goods, die sich durch freie Teilbarkeit und durch Nichtverbrauch auszeichnen, der allseitige Teilhabe verbraucht sie nicht,
eben davon ausgeht, dass wir eigentlich ein marktbezogenes Anreizproblem lösen. Und damit stellt sich die Frage natürlich deutlich anders als im Rahmen dieser Property Logic, denn dann geht es plötzlich nur noch darum, die notwendigen Anreize zu setzen und im Rahmen dieser Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass auch eine hinreichende Balance da ist mit dem Zugangsinteresse. Einerseits wegen der statischen Effizienz, die schlicht für Zugang, für Teilhabe spricht, andererseits aber natürlich auch, weil Zugang dementsprechend wieder Voraussetzung ist, um neue Innovationen zu schaffen, abgeleitete Innovationen zu schaffen. Consumer Innovation ist ein großes Stichwort an der Stelle, Collaborative Innovation. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen, etwa im Landwirtschaftsbereich, können typischerweise nur von den Bauern, den Farmern vor Ort konkretisiert und weiterentwickelt werden. Und da können geistige Eigentumsrechte, insbesondere Patentrecht, natürlich auch im Wege stehen und am Ende die dynamische, innovative Entwicklung sogar aufhalten. Ein Stifling of Innovation. Patentdickichte wurden diskutiert, Lizenzversagen, wenn die Zahl der Patente zu groß und zu komplex wird. Hold-up-Situationen wurden diskutiert, etwa im Telekommunikationsbereich, wo bestimmte Patentinhaber, wenn sie das Patent nutzen müssen, um im Telekommunikationsstandard überhaupt Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, dann überhöhte Lizenzgebühren verlangen und Ähnliches mehr. Und das Ganze lässt sich methodisch zusammenfassen mit einem spezifischen Fokus auf den Market-Failure-Gedanken, der nun ganz anders als diese Property-Logic in den letzten 20 Jahren etwa die Mode im Recht des geistigen Eigentums darstellt und danach fragt, läge ohne den geistigen Eigentumsschutz überhaupt ein Marktversagen vor, käme es zu einer Unterinvestition in Innovation, würde die Innovationsrate zu sehr leiden. Und nur wenn das der Fall ist, Marktversagen durch Unteranreize, sei der Eingriff durch geistige Eigentumsrechte überhaupt gerechtfertigt. Diese neueren Entwicklungen haben grundlagenbezogen einen hohen Wert. Denn sie haben diesen inflationistischen Tendenzen immer mehr, immer länger, immer weitergehend zu schützen, in den letzten 10 bis 20 Jahren einen gehörigen Riegel vorgeschoben. Es ist uns zwar nicht gelungen, die geistigen Eigentumsrechte im Bestand zurückzuschneiden, das ist auch verfassungsrechtlich schwierig, aber zumindest haben wir sie im internationalen Rahmen eigentlich seit dem TRIPS-Abkommen und den Internetverträgen von 1996 nicht mehr weiter ausgedehnt. Das heißt, da war schon eine hohe Funktion und eine wichtige Funktion da. Und dennoch haben diese Marktversagensansätze aus meiner Sicht ein Problem. Und das ist jetzt aus meiner Sicht tatsächlich auch weitgehend neue These, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Wir schauen mal auf die Folie. Sie sind nämlich weitgehend blind hinsichtlich der Tatsache, dass geistige Eigentumsrechte, Überschutz, Unterschutz, was immer da diskutiert wird, nicht nur eine Rückwirkung auf die Innovationsgeschwindigkeit und die Innovationsrate haben und die Frage, wie viel Investitionen von den Gesamtinvestitionen einer Gesellschaft in innovative und kreative Tätigkeiten gehen, sondern vielmehr stellt sich auch die Frage, welchen Einfluss geistiger Eigentumsrechte auf den eigentlichen Inhalt, die Struktur der Kreativität und Innovation haben. Mit anderen Worten die Frage, ob etwa mehr genuine Titel entstehen, die man sich from scratch ausdenkt, oder ob mehr Variationen und Wortspiele entstehen. Oder im Patentrecht, ob lediglich neue Pharmazeutika, Compounds für häufige Krankheiten alter weißer Männer entstehen oder auch hinreichend Medikamente für weibliche Patientinnen, für Krankheiten in Entwicklungsländern und Ähnliches mehr. Anders ausgedrückt, geistige Eigentumsrechte, jetzt bräuchte ich die Folie bitte, insbesondere mit ihrer Einteilung in unterschiedliche Typen von IP, Patentrecht, Urheberrecht und mit ihren einzelnen institutionellen Gestaltungselementen beeinflussen nicht nur die Innovationsrate und die Frage, wie viel in innovative Leistungen investiert wird, sondern sie betreffen auch die Frage der Struktur der Innovation, eher Großunternehmen oder eher kleinteilige Follow-on-Innovation durch Kunden oder gar die Allmende, denken Sie an Open-Source-Software, und die Frage, in welchen Bereichen, in welcher Richtung investiert wird. Und das werde ich Ihnen gleich zeigen, war in den 60er Jahren, die ja etwas regulierungsfreudiger waren, wie wir gerade gesehen haben, durchaus auch Forschungsstand, war bewusst in der ökonomischen Forschung, ist aber seither durch unsere
über mehrere Jahrzehnte zunehmend gesteigerte Marktgläubigkeit aus meiner Sicht zu Unrecht ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Weil eben auch unsere modernere Auffassung des Konzepts des Marktversagens hinsichtlich dieser Dimension der geistigen Eigentumsrechte, in welche Richtung geht eigentlich die Innovation? Und sind wir aus gesamtgesellschaftlicher Sicht mit Blick auf das gemeine Wohl überhaupt der Meinung, dass das, was da innoviert wird, uns noch nutzt und nicht nur dem innovierenden Unternehmen? Mit Blick auf diese Frage ist der Marktversagensbegriff weitgehend blind. Nicht aber die Regulierung. Die Regulierung ist schon deutlich weiter, sie ist aber untererforscht. Das ist also ein Bereich, in dem wir Forschungsressourcen sicherlich konzentrieren müssen. Nun ist das alles natürlich wie sämtliche Vorträge in unserem Bereich und im Bereich Ihrer Seminarreihe nicht vollends neu. Wenn Sie in die grundlegende Informationsforschung schauen, etwa Arrow von 1962 in einem Forschungsband für die Rand Corporation, dann war selbst im Rahmen der klassischen Wohlfahrtsökonomien ein Bewusstsein für die Bedeutung sowohl der Innovationsinvestitionen als auch der Innovationsrichtung durchaus vorhanden. Und es ist ja nicht so, als ob das nicht zuletzt doch auch aufgegriffen worden wäre, etwa mit Blick auf Innovationsstruktur. Kleinteilig, Follow-up, Follow-on-Innovation, möglicherweise besser als Innovation von Großunternehmen. Open Innovation in Netzwerken durch Peers, die intrinsisch motiviert sind durch die Beiträge ihrer Peers, haben wir natürlich eine relativ große Zahl von Forschungsarbeiten. Das ist schon entstanden um die 2000er, Jochai Benkler, Open Innovation, Peer-to-Peer-Software, ähnliches mehr, diese ganzen Open Science-Bewegungen. Und da gibt es inzwischen auch recht zahlreiche ökonomische Forschung, Eric von Hippel, Dietmar Harhoff, und viele andere. Und zum Teil ist es auch schon fürs geistige Eigentum rezipiert worden. Aber das betrifft in allererster Linie die Innovationsstruktur. Kleinteilig und kleine und mittlere Unternehmen versus große Unternehmen, in denen sich eine bestimmte Marktführerschaft zementiert, wobei das unterhalb einer kartellrechtlichen Marktführerschaft wäre. Aber es werden bestimmte Innovationsräume beherrscht und blockiert, ohne dass die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen schon eine Marktbeherrschung im engeren, traditionell kartellrechtlichen Sinne hergeben würden. Und dann haben wir aber zunehmend die Diskussion, und da geht es jetzt schon in meine Richtung, am meisten im Urheberrecht, die sich zunehmend fragt, ist denn diese vermeintlich marktgesteuerte Kreativität und Innovation, in der die geistigen Eigentumsrechte angeblich nur Institution sind, um dann das freie Spiel der Märkte zu ermöglichen, überhaupt die Sorte Innovation und Kreativität, die wir wollen? Das sind Forschungsarbeiten so etwa ab Mitte der 2000er. 2011 kommt dann Merges mit einem ganz grundlegenden Buch. Und da wird zunehmend gefragt, ist denn ein Maximum an urheberrechtlicher Produktion überhaupt das, was wir uns mit Blick auf den Beitrag des Urheberrechts zu kommunikativen, kreativen und demokratischen Prozessen wünschen? Müssen wir nicht statt der Quantität der Innovation zunehmend auch auf die Qualität der Kreativität schauen, mit Blick auf diese gesamtgesellschaftlichen Wunschvorstellungen, die wir mit dem Schutz kreativer Werke überhaupt verbinden? Oder, um es mal sehr plakativ, an einem sehr plakativen, einfachen Beispiel auszudrücken, kann eine riesige Menge von User-Generated Content in der Form irgendwelcher Memes einen Anton Bruckner ersetzen? Oder ist der Anton Bruckner möglicherweise unter diesem Blickwinkel für kommunikative, kreative und dann immer zunehmend auch demokratische Prozesse oder insgesamt für eine Just and Attractive Culture doch höher zu gewichten als das, was ein auf Open Innovation und sonstige Teilhabe ausgerichtetes Marktsystem produziert? Und das gipfelt darin, dass einer der absolut führenden amerikanischen IP-Wissenschaftler, Bob Merges, 2011 schlussendlich gesagt hat, keiner dieser marktbasierten Rechtfertigungen der geistigen Eigentumsrechte überzeuge ihn so recht. Am Ende lande er doch wieder bei den ganz basalen Theorien von Locke, Kant, Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, ermöglicht durch geistige Eigentumsrechte und natürlich der Theorie einer gerechten Gesellschaft von John Rawls. Und bevor Sie das frühzeitig abtun und sagen, um Himmels Willen, nun also wieder zurück, jetzt haben wir endlich dann ein Stück weit an Präzision und Objektivierbarkeit gewonnen, vielleicht mal folgender Gedanke.
Etwa die Einteilung bestimmter funktionaler Elemente, ich komme da gleich drauf, entweder ins Urheberrecht oder ins Patentrecht, ist hoch umstritten, folgt bestimmten sehr komplizierten Regeln. Wir werden gleich sehen, die sind sowohl in Europa als auch in den USA in weiten Bereichen hochproblematisch. Wenn Sie im Patentrecht landen, haben Sie 20 Jahre Schutz ab Anmeldung. Das sind dann faktisch, weil das ja alles noch eine Weile dauert, ungefähr 10 Jahre effektiver Schutz. Wenn Sie im Urheberrecht landen, sind ein junger Urheber, halten sich gesund und essen gut, dann haben Sie vielleicht noch 70 Jahre Lebenserwartung, dann 70 Jahre Postmortem Auctoris, das sind 140 Jahre Schutz. Das können Sie doch nicht mit Marktversagen erklären. Noch dazu, wenn die Einteilung entweder die 10 Jahre oder die 70 Jahre von bestimmten Regelungen abhängt, die weitgehend im Argen liegen, wie wir gleich sehen werden. Das ist nicht erklärbar mit einer puren Reaktion auf Marktversagen. Der Urheber bedürfe zu seiner Anregung ungefähr 150 Jahre Schutz, sonst würde der sich überhaupt nicht hinsetzen und die Bücher schreiben, die er schreibt. Und der Stuhldesigner, der möglicherweise knapp in einem Gebrauchsmuster oder im Patentrecht landet, der brauche aber nur 10 Jahre, denn das sei ja so ein Markt. Na, das können Sie so gar nicht erklären. Da stecken bestimmte gesellschaftliche intrinsische Wertungen drin aus der Urzeit des Urheber- und Patentrechts, die aber heute nicht mehr so klar in der Doktrin abgebildet sind. Und dazu sehen wir uns mal die nächste Folie an. Denn die Frage ist natürlich, und das ist so ein Stück weit das Experiment, die Reise, auf die ich mich da heute mit Ihnen begeben werde, die Frage ist natürlich, würde man aber, wenn man das in dieser Form normativ wieder betrachten und aufladen will, nicht in einem Bereich bestimmter Beliebigkeit landen und bekommt das eigentlich gar nicht mehr verobjektiviert und präzisiert, während doch die ökonomische Betrachtung, Economic Analysis of Law, immerhin bestimmte empirische Daten bringt und Ähnliches. Also erste Frage, lässt sich das Ganze eigentlich für konkrete rechtliche Probleme überhaupt zur Anwendung bringen? Und zweite Frage, funktioniert das Ganze eigentlich auch außerhalb des Urheberrechts? Im Urheberrecht ist das völlig eindeutig. Aber bestehen vergleichbare Gefahren auch im Patentrecht und Ähnlichem mehr? Und genau das möchte ich jetzt unternehmen und bitte Sie, mich so ein bisschen zu begleiten, auch in die technischen Einzelheiten der geistigen Eigentumsrechte. Denn ich möchte Ihnen zeigen, das Ganze lässt sich durchaus konkret operationalisieren. Und in der Tat, wir haben vergleichbare Gefahren und Probleme auch außerhalb des Urheberrechts im engeren Sinne. Fangen wir mit dem Urheberrecht an. Zwei Beispiele, die noch dazu im Zusammenhang miteinander stehen. Wie gehen wir derzeit mit funktionalen Elementen im europäischen und amerikanischen Urheberrecht um? Also etwa der Frage, ob und inwieweit dieser Tisch als Designobjekt trotz seiner unleugbar funktionalen Elemente, irgendwie drei Punkte, auf denen er steht, muss er ja haben, sonst ist er nicht stabil, er braucht auch eine Platte, das ist alles funktional determiniert. Wie gehen wir also mit der Frage um, wann und unter welchen Umständen dieser Tisch trotzdem nicht nur Gebrauchsmusterschutz, sondern diesen überbreiten, überstarken urheberrechtlichen Schutz bekommt? Nochmal wieder bitte die Folie. Da würde der EuGH, das sind so die Entscheidungen jetzt zuletzt in Cofemel und Brompton, fehlen jetzt hier, die müssten da oben noch stehen, da würde der EuGH in Cofemel und Brompton sagen, alles, was funktional determiniert ist, ist raus. Das sind funktional-technische Elemente, die gehören ins Patentrecht, kurzer Schutz, begrenzt. Und nur das, was die freie Fantasie, die Kreativität des Urhebers ist, wo er nicht technisch, funktional durch praktische Erwägungen gebunden war, nur das verdient sozusagen diesen besonderen Adel des überlangen, sehr, sehr starken urheberrechtlichen Schutzes. Wieder etwas anders würde es der US Supreme Court machen, vorher haben wir jetzt auch nicht auf der Folie hier, das ist die Star Athletica-Entscheidung, die betraf so Cheerleader-Uniform. Da sagt der EuGH, alles was durch die Funktion dieser Cheerleader-Uniform, Gymnastik-Garment, Gymnastikkleidung geprägt ist, ist dann gegebenenfalls technisch funktional, nur das, was an Fantasie darüber hinausgeht, Loyaux würde sagen, der Lametta, ist dem urheberrechtlichen Schutz potenziell zugänglich, wenn es hinreichend kreativ ist. Das wirft nun einige Probleme auf und bedenken Sie wieder mit mir, diese Probleme liegen an der Trennlinie zwischen entweder ungefähr 100 Jahre Schutz, 150 Jahre Schutz ab heute oder ungefähr 15 Jahre effektiver Schutz ab heute. Das ist eine gigantische Trennlinie hinsichtlich des Schutzumfangs. Erstens mal ist das Ganze nach entsprechenden Selbstzeugnissen von Designern und natürlich auch der kulturwissenschaftlichen Annäherung an Designs mit Blick auf heutige moderne Designprozesse
vollkommen unrealistisch. Für den Designer werden gerade die technischen Zwänge, vorgegeben von der Funktionalität, vom Material, in einem stetigen Wechselspiel mit den gestalterischen Überlegungen der eigentliche Anlass für seine Kreativität. Ich habe mich gerade aus gegebenem Anlass mit der Frage beschäftigen müssen, ob das USM Haller Möbelsystem urheberrechtlichen Schutz genießt. Wenn Sie in die Selbstzeugnisse von Herrn Haller schauen, der macht sich monatelang Gedanken darüber, wie man jetzt in Metall dennoch diese tolle Form hinbekommt, wie man die Flexibilität des Metalls, alles funktionale Überlegungen nutzen kann, damit das Ganze so verklemmt wird, dass es dennoch bündig schließt. Und dann macht er sich bestimmte gestalterische Gedanken, wie im Wechselspiel funktional materieller technischer Vorgaben und Regeln und andererseits bestimmten kreativer gestalterischer Ansprüche, die er hat und die dann möglichst das auch versinnbildlichen sollen. Form follows function, hätte Frank Lloyd Wright gesagt, zu einer Kreativität gelangt. All das ist nach europäischem Urheberrecht derzeit vermutlich raus. Und ähnlich hat nach amerikanischem Urheberrecht Frau Liebenau, die ist von der Münchner Uni, sehr, sehr schön erklärt, wie nach diesem Star-Athletica-Urteil, das Problem haben wir in Europa weniger, in den Vereinigten Staaten jetzt möglicherweise ganz klassische Bauhaus-Werkbund-Designs rausgehen würden, weil man würde sagen, das ist ja dieser funktional determinierte Teil. Die Amerikaner würden dann sagen, there has to be a separable part, which is freely creative. Das existiert beim Bauhaus und beim Werkbund nicht. Das existiert, wenn Sie sich hier ein tolles Signet aufs Sakko machen, vielleicht irgendwie Louis Vuitton, das ist dann schutzfähig, ja, weil das sozusagen irgendwie eine Fantasie, die von der Funktion der Jacke getrennt werden kann. Bei einem Charles Eames Chair, bei meinem Beispiel des USM Haller Möbelsystems, wie immer wir es dann sehen wollen, haben Sie die Problematik, das sind Dinge, die gewinnen ihre Allianz gerade daraus, dass die Gestaltung nicht getrennt werden kann von der Funktion, sondern dass die Funktion bewusst und transparent nach außen gekehrt wird. Und das wäre dann eine Sorte Kreativität, die wir ausschließen würden. Das heißt mit anderen Worten, unsere urheberrechtlichen Grundentscheidungen haben einen klaren Einfluss auf die Richtung von Designkreativität, wenn sie sich in diesem Bezugssystem bewegen. Und das haben nun gerade Bechtold und Sprickman in einem Working Paper, als ich übrigens in New York war, vorgestellt. Das Ganze führt tatsächlich nicht nur dazu, dass der bestehende Designmarkt verzerrt wird. Es führt dazu, dass vollkommen neue Märkte entstehen, die ohne diesen urheberrechtlichen Schutz nicht entstehen würden. Nehmen wir mal den Charles Eames Stuhl als Beispiel. Der steht in zahlreichen Wohnungen mehr oder weniger gebildeter Zeitgenossen und blockiert auf diese Weise natürlich auch moderne Designs. Charles Eames selbst, ist in zahlreichen Selbstzeugnissen belegt, hat aus vielerlei praktischen Gründen diesen Stuhl gestaltet, so wie er gestaltet wurde, und hatte als Philosophie the best chairs for the most people. Das war Charles Eames insoweit unterliegende Philosophie. Jetzt schauen wir bitte auf die Folie. Mittlerweile sind nicht nur die Rechte von Eames, sondern zahlreiche weitere Urheberrechte aus dieser Bauhaus-Werkbund-Periode der 60er von Vitra aufgekauft. Was macht Vitra damit? Das ist Le Corbusier, Charles Eames und ähnliches mehr. Vitra kauft diese Rechte, baut in Weil am Rhein, gestaltet von Zaha Hadid, der mittlerweile verstorbenen weltberühmten Architektin, ein Museum und lädt diese Möbel, die nie einer Originalitätsvorstellung unterlagen, die produziert waren als Massenprodukte, mit einer Aura des sogenannten Originals auf. Wir sind die Gralshüter des Eames-Stuhls, wir sind die einzigen, die ihnen Originale anbieten können. Wohlgemerkt, Eames selbst und die gesamte Produktion war nie auf einen Originalitätsbegriff angelegt. Das haben Sie bei einem Rembrandt oder auch bei einem Dalí, for what it's worth. Das haben Sie aber nicht bei einem Stuhl, der von vornherein in möglichst größer Stückzahl industriell hergestellt werden sollte. Ein Originalitätsbegriff ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Jeder Nachahmer kann grundsätzlich, wenn er einen entsprechenden Preis investiert, ihn diesen Stuhl praktisch identisch mit dem sogenannten Original anbieten. Es mag auch billigere Kopien geben, das ist dann eine andere Problematik. Aber grundsätzlich gibt es in dem Sinne, im Benjaminschen Sinne, eine Aura des Originals. Das gibt es bei einem industriellen Design gar nicht. Was passiert? Die sehen, wir haben die 70 Jahre Schutz postmortem auctoris und plötzlich entdecken sie, es lohnt sich aber am Markt in diese sogenannte Aura zu investieren. Die bauen das Museum. Wenn Sie auf die Homepage schauen würden, präsentieren die Ihnen auf breiter Front diese Designobjekte als Kunstwerke.
Zwei Vorteile. Erstens rutschen Sie dadurch in den urheberrechtlichen Schutz. Und zweitens, Achtung, jetzt kommt's, dafür gibt es tatsächlich einen Verbraucherbedarf. Das gibt aus Amerika neueste Forschung. Da hat man die Leute in den CT gelegt und hat die sich entweder auf einen Eames Originalchair setzen lassen oder auf ein sogenanntes Knock-off-Produkt. Und Sie können tatsächlich nachweisen mit den bildgebenden Verfahren heutigen Zuschnitts, dass die Leute, wenn die sich auf den Originalstuhl setzen, werden ganz andere Bereiche im Gehirn angeregt. Die fühlen sich als Citoyen, als Kulturbürger im positiven Sinne. Dieses gesamte Bezugssystem, Eames als Kunstobjekt, als Objekt der 60er Jahre, wird ausgelöst. Und wenn man sich auf den exakt identischen Stuhl setzt, aber er kommt von einem amerikanischen Produzenten, da ist das nämlich jetzt schon frei, wird das so nicht ausgelöst. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Kunden- und Verbraucherbedarf, es macht den Leuten offenbar Freude. Andererseits würde dieser Kunden- oder Verbraucherbedarf am Markt nie bedient werden, weil es wirtschaftlich gar nicht möglich wäre, wenn Sie nicht den urheberrechtlichen Schutz für 150 Jahre plus minus hätten, der es ermöglicht, diese Investitionen in diese entsprechende Produktion von Aura zu investieren. Das heißt mit anderen Worten, es geht um die Entscheidung, in welche Sorte kreative oder innovative Investitionen wir hier die gesellschaftlichen Ressourcen investieren wollen. Und der urheberrechtliche Schutz trifft hier eine bestimmte Entscheidung. Ich kann Ihnen nicht widerstehen, bringe Ihnen noch ein zweites Beispiel, so ein bisschen verwandt damit. Es gibt aus China Forschung, als die Zentralregierung Anfang der 2000er aus bestimmten politischen Gründen, die wir nicht im Einzelnen kennen, entschieden hatte, sie machen etwas weniger Durchsetzungsanstrengungen im Bereich des Markenschutzes, also praktisch etwas weniger gegen gefälschte Markenprodukte und tun stattdessen mehr im Urheberpatentrecht. Was geschah? Die Schuhproduktion für den chinesischen Markt hat sich geändert. Nämlich, plötzlich entstand wieder Innovation. Die Schuhe wurden mit Elementen versehen, die schwer zu fälschen sind. Mit anderen Worten, es gab weniger Markenschuhe im chinesischen Markt, dafür gesündere Schuhe. Wieder will ich da zunächst mal gar keine Wertung anstellen, aber es ist eine Art Experiment. Die ändern die Enforcement-Strukturen und daraufhin verändert sich die Innovation im Schuhmarkt in ihrer Richtung, während man bis dahin gesagt hätte, man produziert den Tots-Schuh einfach immer weiter, der hat einen hohen Wert, die Marke schützt ihn, wurde nun plötzlich gesagt, oh, da machen wir lieber doch mal eine andere Sohle, das kriegen die Konkurrenten nicht so schnell hin, dann läuft es sich damit auch gesünder. Die Innovationsrichtung hat sich verändert. Übrigens auch ein paar schlechte Effekte, zum Beispiel wurden Hologramme und Ähnliches draufgedruckt, um auf technischem Wege praktisch dasselbe zu erreichen. So, und dieses Problem geht jetzt meines Erachtens, und da kommen wir zu dieser Zukunftswendung, im Urheberrecht mit dem Ausschluss sogenannter funktionaler Elemente weit über die Frage Designs, Industriedesigns, Ausschluss bestimmter funktional geprägter Formen, das haben wir ja im Urheberrecht, Designrecht, Markenrecht gleichermaßen, geht weit über diese Frage hinaus. Für die Designs würde im Interesse einer vielfältigen, genuin innovativen Entwicklung vieles dafür sprechen, dass wir sie einfach kategorisch ausschließen, uns auf diese unverlässlichen Grenzziehungen gar nicht mehr einlassen, sondern sagen, in dem Moment, wo das für einen industriellen Massenmarkt bestimmt ist, schließen wir es vom Urheberrechtsschutz aus, dann gibt es nur den Gebrauchsmusterschutz. Und tatsächlich wäre es dann wahrscheinlich so, dass die Wohnungen entsprechend wohlhabender Bürger schon heute vielfältiger eingerichtet wären, als sie es sind. Es wären ein paar weniger Le Corbusier-Sessel, ein paar weniger Eames-Chairs, ein paar andere neue Dinge. Nicht etwa, weil ich die immens hohe Qualität dieser Designs leugnen möchte, sondern weil bestimmte Innovationen, die deren Stellung im Markt noch zusätzlich zementieren, gar nicht mehr möglich wären, die würden sich nicht lohnen. Aber jetzt der zukunftsorientierte Schritt. Genau das gleiche Problem wird uns aus meiner Sicht mit Blick auf die derzeit mit neuer Macht anbrechende Diskussion über künstliche Intelligenz im Urheberrecht beschäftigen. Wenn Sie in die deutsche Literatur zum Thema künstliche Intelligenz und Urheberrecht schauen, dann ist die einzige Frage, die sich die Autoren, die da insoweit dieser Marktversagenstheorie folgen, immer die, ob und inwieweit wir die Produkte künstlicher Intelligenz möglicherweise urheberrechtlich schützen müssten. Bei näherem Hinsehen ist schon unter Marktversagensgedanken die Frage recht absurd. Die Kostenlage für die Herstellung der entsprechenden kreativen Werke ist natürlich deutlich günstiger, obwohl erhebliche Kosten entstehen.
Die Vermarktung erfolgt massenhaft und ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr nah am Markt erfolgt. Sie brauchen gar nicht diesen überlangen Schutz, weil sie vielleicht erst Jahrzehnte später zum Erfolg werden. Das Risiko ist viel kalkulierbarer. Na gut, sagen die Proponenten dieser These, dann sind sicher die 70 Jahre Postmortem Auctoris Unsinn. Aber das Ganze jetzt vollkommen ungeschützt zu lassen, dann wird es ja dem Markt nicht zugänglich und wir haben Freerider-Probleme, dann bräuchten wir eben ein individuell zugeschnittenes Schutzrecht, ein Leistungsschutzrecht, geben wir doch vielleicht 10 Jahre Schutz. Das ist alles vollkommene Voodoo-Mathematik. Sie können sich der Frage, wie viel Schutz Sie da brauchen, natürlich methodisch nicht sauber nähern, zumal sie sich in den unterschiedlichen Märkten vollkommen unterscheiden würde. Aber es ist so dieser primär geprägte Gedanke da, so ganz ungeschützt kann das doch nicht bleiben. Ein gewisses Argument hat es für sich, weil andernfalls im UWG unkontrollierte Entwicklungen drohen. Aber wenn man sagen würde, UWG-Nachahmungsschutz nicht für AI-Produkte und auch überhaupt kein Schutz für AI-Produkte, wäre das meines Erachtens unter Blick auf die Innovationsrichtung genau die zutreffende Lösung. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum. Meines Erachtens, und das habe ich in der Dreierfestschrift auch gerade geschrieben, liegt die eigentliche Forschungsherausforderung unter dem Blickwinkel der Kreativitätsrichtung, der Innovationsrichtung eines Urheberrechts, das uns die Kreativität bringt, die uns dann allen gesamtgesellschaftlich auch nutzt. Doch gar nicht in der Frage, wie weit wir AI-Produkte schützen, denn sämtliche Wissenschaftler in diesem Bereich sagen uns, der typische kreative Regelbruch, der das herausragende urheberrechtlich geschützte Werk auszeichnet, ist durch die AI nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Und wenn er möglich ist, dann haben wieder Menschen die Rahmenbedingungen vorgegeben. Also, die AI schreibt Ihnen einen wunderbaren Thomas-Mann-Roman in fernerer Zukunft. Was die aber bestimmt nicht macht, ist James Joyces Finnegan's Wake zu schreiben mit den entsprechenden revolutionären Elementen, die da drin sind, es sei denn, sie steuern das sehr sorgsam und sorgen so für bewusste Regelbrüche. Die AI zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass sie in der Ausgestaltung äußerst nah und berechenbar am Markt ist und dadurch hinsichtlich des Verwertungsrisikos viel kalkulierbarer. Sie brauchen keine 70 Jahre Postmortem, Sie brauchen möglicherweise nur Schutz für ganz kurze Marktzyklen, den könnte allenthalben das UWG leisten, wenn überhaupt. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wenn dem denn so ist, dann ist unter diesen primären Urheberrechtstheorien, über die ich gesprochen habe, das Ganze sicherlich so, dass menschliche Kreativität jedenfalls derzeit für den Beitrag zu einer Just and Attractive Culture, für den Beitrag zu demokratischen Kommunikationsprozessen, für den Beitrag einer vielfältigen kreativen Entwicklung einen höheren Wert hat als AI-gesteuerte Kreativität. Und plötzlich stellt sich eine ganz andere Forschungsfrage, der sich bisher nur zwei amerikanische Autoren angenommen haben, nicht aber irgendein Europäer. Und das ist die Frage, wie ist denn eigentlich der Einfluss der künstlichen Intelligenz, der AI, der datenbasierten Auswertung von Werken auf die verbleibenden Freiräume für die menschlichen Urheber? Es geht gar nicht um die Frage, was die AI produziert. Die hat ohnehin erhebliche Vorteile am Markt, die braucht auch keinen Schutz. Aber wie weit kann datenbasierte, AI-basierte Werkauswertung eine einschränkende Auswirkung auf menschliche Urheber haben? Und das können wir hier bei Morozov, Soziologe, Tim Wu ist ja ein juristischer Kollege, die beiden anderen auch, schon im Ansatz wunderbar nachlesen. Was passiert? Amazon hat über seinen Kindle von uns allen in Milliarden Zahlen die Auswertung, wie wir diese E-Books lesen. Die wissen, wo wir zögern, die wissen, wo wir schneller lesen, die wissen, am allerwichtigsten, wo wir das Buch weglegen und nicht weiterlesen. Und dieses Echo kommt zunehmend bei den Autoren an und es kommt zunehmend fein granuliert und zunehmend präzise bei den Autoren an. Im Journalismus sehen Sie das schon, das sind die berühmten Filterblasen. Man bedient die Leute mit dem, was sie hören wollen. Und was bedeutet es für die freie Kreativität eines menschlichen Autors, wenn Amazon derzeit noch vermittelt über den Verlag kommt und zwei Dinge sagt? Erstens, also so wie die Einleitung zu deinem Roman jetzt geschrieben ist, kommen die Leute über die Leseprobe aber zu 80% nicht hinweg. Und außerdem sitzt bei uns eine AI, die kann demnächst ein Buch schreiben. Das legen die Leute nicht weg. Was wird das für eine Rückwirkung haben auf kreative Freiheit? Was bedeutet das für die Autoren? Die zunehmend unmittelbar, zunehmend feingranuliert, zunehmend konkret unter diesen Druck kommen
und ein klares Echo, eine klare Rückmeldung bekommen, wo die Leute ihre Bücher weglegen und nicht mehr weiterlesen. Und das können Sie heute schon beobachten, dass sich das in einem gewissen Umfang anpasst. Nicht ganz so schlimm im deutsch-österreichischen Sprachraum, aber das haben wir ein Stück weit auch der Buchpreisbindung zu verdanken. Wenn wir diese Regulierung an der Stelle nicht hätten, wären wir schon zunehmend auf dem Weg in minderwertige Literaturmärkte und Ähnliches mehr. Da gibt es also erste Forschungsarbeiten und das ist, glaube ich, die Richtung, in die wir weiter überlegen müssen. Und ich glaube, im Urheberrecht ist das auch relativ eindeutig, weil wir im Urheberrecht sehr klar sehen, dass sich unsere Vorstellung von Kreativität zugleich mit unseren Vorstellungen von einer vielfältigen, gerechten, politisch ausgewogenen Gesellschaft verbinden. Denken Sie an die Filterblasendiskussion, die auf urheberrechtlicher Seite eben genau durch diese Bereiche befeuert wird. Und jetzt machen wir Patentrecht ganz kurz oder wir lassen es lieber sogar beinahe ganz weg und gehen dann nur so als Vorlage für die Diskussion noch kurz ins Datenrecht. Das können wir hier später noch im Urheberrecht diskutieren, will ich jetzt mal nicht vertiefen. Recht überraschend haben Sie vergleichbare Probleme, insbesondere hinsichtlich der Nahrungsmittelversorgung und hinsichtlich der Pharmazeutikaversorgung, auch im Patentrecht. Wir haben insbesondere im Bereich der Gentechnologie und dann der entsprechend basierten mRNA-basierten Medizin, auch der Antibodies, der großen Moleküle als menschliche Antikörper, schon heute eine Problematik dahingehend, dass die patentrechtlichen Rahmenbedingungen die Innovationsrichtung beeinflussen wie folgt. Das ist dieser letzte Bullet Point. Patentanmeldung, nicht mal nur die Patentierung, erfolgen im Biotech-Bereich sehr, sehr früh in der Forschungspipeline, also zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch um die Grundlagenforschung geht. Welche dieser Moleküllinien verfolge ich weiter? Bei welchem Gen, bei welcher Gensequenz intensiviere ich die Forschung? Bei welcher lasse ich es weg? Geht das eher in die Richtung eines genuinen neuen Compounds oder geht das in die Richtung des Ausbaus bestehender Medikamente? Das Interessante ist nun, dass insbesondere bei der für uns ja so besonders interessanten kleinteiligen Innovation kleiner und mittlerer Unternehmen und um Cambridge und um München gibt es die, insoweit erteilte Patente, aber insbesondere auch schon Patentanmeldungen, ein entscheidendes Signal sind für die Venture Capital Geber, ob sie in diesem Bereich überhaupt investieren. Das heißt, wir haben sehr, sehr early on the road Patente als Signaling für den Kapitalmarkt, ob man in bestimmte Bereiche investiert oder nicht. Und das Problem ist nun, dass diese Informations- und Koordinationsfunktion des Patentrechts zunehmend dazu führt, dass bestimmte Subpatentable Inventions in diesem Bereich unterinvestiert werden. Das heißt beispielsweise ist es so, eine Gensequenz aus bestimmten Gründen kodiert typischerweise mehrere Nutzungsformen. Für bestimmte abgeleitete Nutzungsformen, die sich aber als Secondary Medical Uses im Patentrecht schwieriger erfassen lassen, wird nicht investiert. Man investiert lieber in den neuen Compound. Obwohl es eigentlich ineffizient wäre, aber das Patentrecht gibt einem zusammen mit diesen Signaling-Mechanismen die Richtung vor. Und das Ganze wird sich natürlich noch erheblich verstärken, wenn wiederum, Achtung, entsprechende Algorithmen die weitere Richtung steuern, was natürlich auf breiter Front insoweit schon passiert. Ich deute Ihnen nur an, in welche Richtung hier Lösungen gehen könnten. Manche sind bekannt, manche weniger. Wir müssten natürlich die Zugänglichmachungsfunktion des Patentrechts verbreitern. All das ist nicht wirklich neu. Wenn man aber wirklich Einfluss nehmen wollte auf die verzerrenden Einflüsse des Patentrechts mit Blick auf eine bedarfsgerechte, gesellschaftlich bedarfsgerechte Pharmazeutika-Entwicklung, dann müsste man, und das gilt für den Nahrungsmittelbereich ähnlich, im Rahmen eines, jetzt nehme ich das Unwort mal in die Hand, holistischen Blicks, auf das Innovationsrecht neben den patentrechtlichen Rahmenbedingungen auch die regulatorischen Rahmenbedingungen in den Blick nehmen. Alle diese Compounds im Nahrungsmittelbereich und im Pharmazeutikabereich müssen ja, nachdem sie irgendwo früh in der Innovationspipeline die Patente und Patentanmeldungen bekommen haben, die dann so bestimmte Signals waren, die das vielleicht verzerrt haben, außerdem noch zum Markt zugelassen werden. Sie haben also eine Market Authorization und in diesem Rahmen müssen Sie klinische Studien vorlegen. Da liegt der eigentliche Wert. Anders als Patente müssen Sie diese klinischen Studien, die Ihnen dann Datenexklusivität vermitteln, überhaupt nicht öffentlich machen. Sie müssen die möglicherweise dann später einem Generika-Hersteller geben, nämlich nach 8 Jahren. Für 8 Jahre haben Sie es exklusiv. Für einen Secondary Medical Use bekommen Sie ein 9. Jahr.
Daran sieht man schon, dass sie in Secondary Medical Uses unterinvestieren werden. Sie kriegen nur ein zusätzliches Jahr. Und diesen Gesamtmechanismus, den müsste man unter einem Blickwinkel auf die Innovationsrichtung, und anders kommt man auf die Idee auch nicht, enger mit der Patentierbarkeit und den Patenten verknüpfen. Man könnte nämlich die Signaling-Funktion der Patente upstream auch mit viel engerem, viel begrenzterem Schutz erreichen. Man braucht ja eigentlich nur das Signal für den Kapitalmarkt und würde die eigentliche sektorspezifische Differenzierung dann im Rahmen dieser Datenexklusivität bei den Marktzulassungen und bei den entsprechenden klinischen Studien erreichen. Da kommen Sie nicht drauf, wenn Sie nicht sehen, dass das Patentrecht als solches die Innovationsrichtung verzerrt. Könnte man sehr vertiefen, das machen wir aber nicht, sonst würde ich hier, glaube ich, die Kirche leer predigen. Stattdessen komme ich zu meinem letzten Beispiel und das ist Datenrecht. Herr Homa hat es ja angedeutet. Wir schauen natürlich zunehmend kritisch auf Big Tech Innovation. Big Tech Innovation ist häufig effizient. Sie ist übrigens auch häufig disruptive. In vielen Bereichen kann überhaupt nur noch Big Tech Disruptive Innovation leisten, weil sie auf den Datenseen sitzen und weil sie sich im Zweifel, wenn da jemand disruptiv forscht, auch leisten können, einfach ein University Department mal zu kaufen. Das heißt mit anderen Worten, es gibt Disruptive und Efficient Big Tech Innovation, die uns aber möglicherweise nicht recht ist. Weil zunehmend insbesondere im Kartellrecht wahrgenommen wird, ich könnte Ihnen die Literatur hier zitieren, dass diese Big Tech Innovation zwar effizient ist, möglicherweise auch disruptiv ist, aber unter einem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel auf das gesellschaftliche Wohl in ihren Ergebnissen möglicherweise nur noch der Zementierung der Position der Big Tech Firmen dient und nicht unserem entsprechenden Bedarf. Und wohlgemerkt, ein bestimmter Marktbedarf für diese ganzen Dinge ist immer da, aber den könnte man nicht befriedigen, wenn man nicht den entsprechenden Schutz hat. Und das wird zunehmend auch im Patentrecht mit berücksichtigt. Wir haben also bestimmte Ansätze im chinesischen Patentgesetz von 2021, freie Lizenzen zu belohnen und ähnliches mehr. Aber das Hauptaugenmerk ist natürlich im Moment im Kartellrecht. Meine These wäre, wir müssen es im geistigen Eigentumsrecht zunehmend bedenken. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt und das ist das Data Act Proposal von 2022. Und ich beschränke mich auf den Kernpunkt dieses Data Act Proposal. Das Data Act Proposal denkt in folgender Logik. Es sagt, die ganze Plattformmonopolisierung, alle diese Probleme haben wir ja jetzt schon im DMA gelöst. Jetzt versuchen wir also mal regulatorisch vor der Welle zu sein. Wir wenden uns dem Bereich des Internet of Things zu. Das ist doch ein ganz spezifischer Sektor. Und zwar nämlich in dem Falle der Sektor jedes Produkts, das Sie aufgrund eines Kauf-, Miet- oder Leasingvertrags bei sich zu Hause betreiben und das Daten sammelt und dem Hersteller sendet. Ja, das wäre so in etwa die Definition dieses Sektors, in dem die Kommission jetzt mal proaktiv vor der Welle regulieren will. Die Kommission behauptet dann anhand bestimmter empirischer Daten, hier bestehe ein typisches Marktversagen, weil der kleine atomisierte Kunde gegenüber dem großen, bösen IoT-Hersteller nicht die Verhandlungsmacht und nicht die notwendigen Informationen habe, um zu verhindern, dass ihm seine Daten komplett abgegriffen werden, für Sekundärzwecke genutzt werden, upstream gehandelt werden und ähnliches mehr. Wenn Sie unter dieser Logik eines Marktversagens auf diesen Vorschlag schauen, der das Ganze dann lösen will, indem er jeglichem Kunden, B2B und B2C, also auch Businesskunden, der Industriehersteller, die Lufthansa, die Austria und ähnliches mehr, der jeglichem Kunden ein zwingendes Recht auf Echtzeitdatenzugriff, Sie sollen Echtzeitdatenzugriff auf den Livestream dieser Daten haben und die Möglichkeit, diese Daten mit jeglichem Sekundärunternehmen zu teilen, sofern das nur sozusagen nicht in direkte Konkurrenz tritt. Wenn Sie das unter diesem Blickwinkel eines Marktversagens betrachten, ist das nicht erklärbar und nicht rechtfertigungsfähig. Dann ist, das müssten Sie in Bausch und Bogen verwerfen. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele. Die Kommission bringt als einzige empirische Daten im B2B-Bereich den landwirtschaftlichen Sektor Agriculture. Da seien 3, 4 große Hersteller weltweit von landwirtschaftlichen Maschinen, dann seien da die ganzen kleinen Bauern
Und die ganzen kleinen Bauern könnten ihre Felder nicht effektiv bewässern, weil sie den AI-Startups in Lettland, Litauen nicht die Daten geben können, die sie von den Traktoren bräuchten, um eine effiziente Bewässerung innovativ anzubieten. Das mag für die Bauern stimmen. Die Seitenbemerkung, dass es bestimmte Marktlösungen im Rahmen von Zusammenschlüssen schon gibt, muss immerhin auch für diesen Bereich erlaubt sein. Insbesondere aber ist dieses Beispiel B2B schon auf den ersten Blick überhaupt nicht verallgemeinerbar. Denken Sie mal an United oder die Lufthansa. Wenn die von Rolls-Royce Turbinen kaufen, dann ist der große Player nicht Rolls-Royce, der große Player ist der Nutzer, das ist die Lufthansa. Und wenn die Lufthansa dann, weil sie eine bestimmte Turbine will, der Meinung sein sollte, ohne dass sie irgendwelchen Informationsasymmetrien unterliegen sollte, dass sie bereit ist, die Maintenance, die entsprechenden Daten für 5 Jahre Rolls-Royce zu überlassen, weil beispielsweise auf diese Weise Maschinen schon angeschafft werden, die die Lufthansa anderweitig nicht finanzieren könnte. Das läuft ja auf eine Art Kredit hinaus, weil sie sie dann billiger bekommen. Dann kann ich in keiner Weise behaupten, dass da ein strukturierbares Marktversagen vorliegt. Das ist absurd. Ja? Also unter diesem Blickwinkel bekommen Sie das mit dieser Anwendungsbreite in keiner Weise gerechtfertigt. Sondern wenn man das Ganze differenziert betrachten will, dann muss man zugeben, und dafür finden sich in den entsprechenden Erwägungsgründen, in den Recitals auch entsprechende Aussagen der Kommission, dass die Kommission bestimmte Typen von Innovationen offenbar gleicher findet als andere. Die kleinteilige Innovation der Start-ups im Maintenance- und Versicherungsbereich wird höher gewichtet als die Innovation, die der IoT-Hersteller, den sich die Kommission als großen Hersteller vorstellt, ihrerseits leisten kann. Und insbesondere steht natürlich die Sorge dahinter, wenn man hier nicht derartige zwingende Zugangsrechte gäbe, dann würden sich im Rahmen von Dienstleistungsverträgen am Ende doch in der Cloud alle Daten wieder bei Big Tech sammeln. Dann würde eben Mercedes mit Google kooperieren, VW mit Apple und am Ende lande das doch wieder alles bei Big Tech. Und dem müsse man durch Datensozialismus einen Riegel vorschieben. Wenn man das nun unter dieser Prämisse betrachtet, wir wollen eine bestimmte Sorte Innovation fördern und eine bestimmte Sorte von Innovation eher bremsen, was sich auch daran zeigt, dass Big Tech von diesen Zugangsrechten ausgeschlossen ist. Also selbst wenn Big Tech mit einer innovativen Idee käme und dafür die Siemens-Daten gerne hätte, hat Big Tech den Anspruch nicht. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, wird, wie in unserer Studie fürs Europäische Parlament, die wir jetzt in 10 Tagen im Europäischen Parlament im Juryausschuss auch vorstellen, eine differenzierte und ausgewogene Beurteilung dieses Vorschlags möglich. Und er wird dadurch nicht unbedingt besser. Dann stellt man nämlich fest, dass wenn es einem darum gehen sollte, bestimmte innovative Lösungen in Sekundärmärkten zu befördern, ein individuelles Recht der Kunden, ihre Daten zu teilen und dann Dritten zur Verfügung zu stellen, das noch dazu auf ein sehr, sehr komplexes System tripolarer Verträge basiert sein soll, dieses Ziel gar nicht erreichen wird. Denn wenn Sie dann eine Innovation und innovative Dienstleistung anbieten wollten, die etwa die Daten einer großen Vielzahl von Kunden braucht, ein größeres Datenset, müssten Sie jeden Kunden einzeln ansprechen, jeden Einzelnen überzeugen, dass er im Rahmen, unter den Rahmenbedingungen des Datenschutzrechts und Ähnlichem seine Daten mit Ihnen teilt, dann im tripolaren Vertrag mit dem Hersteller dafür sorgen, dass Sie diese Daten unter Berücksichtigung des Know-hows auch effektiv bekommen. This won't fly. Wir haben das in den USA diskutiert mit den Startups und haben gesagt, das ist doch auch mal eine tolle Neuigkeit aus Europa. Ihr werdet Zugriff auf diese Data Lakes erhalten von Siemens, von Bosch und so weiter. Da könntet ihr doch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Dann haben die gesagt, was, das soll das sein? Niemals. Wenn ein Bedarf für unsere Innovation besteht, dann werden die Kunden sich schon melden. Aber die Idee, auf einen Kunden zuzugehen, der eigentlich mit der Maintenance seiner Siemens-Turbine ganz zufrieden ist, und ihm dann zu sagen, teil doch mal bitte die Daten mit uns, denn dann haben wir eventuell in 2 Jahren für dich eine effektivere Maintenance-Dienstleistung, wenn unser Geschäftsmodell fliegen sollte. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man nimmt das Ziel präzise in den Blick und stellt fest, dass das Mittel, das die Kommission hier verfolgt, zur Erreichung dieser Ziele untauglich ist. Und wieder erklärt sich diese differenziertere und eigentlich viel grundlegendere Kritik nur aus dem Fokus auf die Innovationsrichtung. Und das wäre, wenn man das so verfolgen würde, wäre das der gleiche Fehler, den wir aus meiner Sicht in den 90ern gemacht haben. Das bildet jetzt auch so den Abschlussgedanken ein Stück weit meines Vortrags, bevor ich zusammenfasse.
Wir haben in den 90ern, 94, 95, 96, mit dem TRIPS-Übereinkommen im Rahmen der WTO und mit den WIPO-Internetverträgen letztlich eine bestimmte Vorstellung von Innovation, nämlich top-down und dann teilt man weltweit. So David Ricardo, Comparative Advantage, wir machen die Innovation und ihr nutzt. In einer Art Lock-in gesetzlich festgelegt. Und zwar zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt mit wenigen Flexibilitäten. Und kaum war dieses gesamte internationale Instrumentarium in Kraft, und seitdem hat sich aus bestimmten globalpolitischen Gründen ja nicht mehr viel getan, kam ein völlig neues Innovationsparadigma auf. Customer Innovation, Open Innovation, Decentral Innovation, Multipolar Innovation. Dafür war dieses System aber nicht vorgesehen. Es hatte eine bestimmte Vorstellung, die in dem Moment schon das Papier nicht mehr wert war, auf dem es stand, als alle Mitgliedstaaten ratifiziert hatten. Und hier droht die gleiche Gefahr. Die Kommission hat eine bestimmte Vorstellung, welche Innovation gut sei und welche schlecht, und diese Vorstellung ist unterkomplex. Mehr als die Hälfte der KMUs im Industriebereich betreibt bisher gar kein IoT. Mit Blick auf diese Unternehmen werden Sie die sicher nicht in diesen Bereich locken, wenn Sie ihnen sagen, im Übrigen müsst ihr dann mal diese 100-Seiten-Verordnung beobachten. Das heißt, wir sind wieder in der Gefahr, zu früh, zu unflexibel, unter dem Blickwinkel eines bestimmten Paradigmas von Innovation zu regulieren. Und wie gefährlich das ist, zeigt sich erst unter diesem Blickwinkel auf die Innovationsrichtung. Und das bringt mich zum Schluss. Meines Erachtens, und das ist seit den 60er Jahren zu sehr in den Hintergrund getreten, beinhaltet jedes IP-Recht und beinhaltet insbesondere die sehr schwierige Abgrenzung der IP-Rechte voneinander stets auch Wertungsentscheidungen nicht nur über die Anregung und Incentivierung von Innovation, sondern über die incentivierte Innovationsrichtung. Die Theorie kann also nicht auf eine Incentive-Access-Balance unter dem Blickwinkel des Marktversagens reduziert werden, sondern sie muss zunehmend die Frage in den Blick nehmen, inwieweit bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen im Recht des geistigen Eigentums für einen bestimmten Inhalt der Innovation sorgen. Entweder klassische experimentelle Musik oder, Mariah Carey ist eine gute Musikerin, oder, wunderbar, ja, also, oder Roy Black. Und Urheberrecht spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Und da wir insgesamt, denken Sie an meine Eingangsslide, wo dieser etwas größere Regulierungsappetit zu sehen ist, for better or worse, da wir insgesamt in eine zeitgesellschaftliche Herausforderung geraten, weil die historische Erfahrung lehrt, dass Gesellschaften in Zeiten derartiger starker Herausforderungen von außen wieder näher zusammenrücken, the conception of more closely knit community, und weil wir daher diesen Regulierungsappetit sehen werden, ist es ganz wichtig, aus der Sicht der Wissenschaft präzise auch im Rahmen normativer ontologischer Ansätze darüber nachzudenken, welche Sorte von Innovation wir im gesellschaftlichen Interesse eigentlich wollen. Und dann im zweiten Schritt darüber nachzudenken, wie man das erreichen kann. Daraus ergibt sich nämlich dann mindestens eine bestimmte robuste Forderung nach Flexibilität. Wir können also auf diese Weise Fehlentwicklungen identifizieren und sagen, um Himmels Willen, geht in diese Richtung mal lieber nicht weiter, denn das ist mit Blick auf die Innovationsrichtung unterkomplex. Und vielleicht können wir, wenn wir mehr Forschung in diesem Zusammenhang betreiben, die seit 20 Jahren geführte und nicht mehr sonderlich originelle Diskussion über die Notwendigkeit, die IP-Rechte zurückzuschneiden und so weiter, Zwangslizenzen, Schranken, Ausnahmen. Ich kann es mit freundlichem Verlaub nicht mehr hören, denn seit ich in diesem Bereich tätig bin, höre ich das, aber niemand bricht es mal runter in einem wirklich entscheidenden Maße. Ich glaube, wir werden in zunehmendem Umfang, wenn wir wirklich neu und innovativ in unserer Forschung sein wollen, die Innovationsrichtung in den Blick nehmen müssen und dann wird die Diskussion deutlich komplexer. Etwa in meinem Patentrechtsbeispiel wäre dann das Zurückschneiden und diese Überlegung mit den Zwangslizenzen fürs Patentrecht richtig, aber für Datenexklusivität kämen wir möglicherweise zu dem Ergebnis, dass wir für bestimmte Secondary Medical in eine Richtung auszugleichen. Und das scheint mir also wichtig zu sein, um an der Stelle nicht unterkomplex zu arbeiten. Und damit bleibt so dieser Hauptvorwurf, dass man sagt, naja, aber wird euch das denn gelingen, auf einer derart erweiterten, komplexeren Basis überhaupt konkrete Resultate zu erzielen? Und da muss ich sagen, naja, um den Preis, dass es etwas anstrengend war, habe ich ja versucht, genau das heute zu belegen, erstens. Zweitens muss man natürlich mit einem derartigen Anspruch sehr bescheiden sein,
Auch Merges sagt ganz zu Recht, mit einer solchen Theorie, einer solchen neuen Perspektive aufs Recht des geistigen Eigentums, schlagen Sie natürlich letztlich immer nur eine neue Art der Strukturierung bekannter rechtlicher Fragestellungen vor. Und der Test ist dann, komme ich auf diese Weise auf originelle Ideen, auf eine neue, innovative Strukturierung der entsprechenden Interessenungleichgewichte und komme ich zu bestimmten konkreten Lösungsvorschlägen. Und diese etwas tiefer gehängte an dieses etwas tiefer gehängte Anforderungsprofil an eine wissenschaftliche Theorie in diesem Bereich erfüllt diese Idee schon und deshalb glaube ich, wir sollten sie verfolgen und fühle mich eben froh, dass etwa Herr Haarhoff aus München doch sehr deutlich signalisiert hat, dass das in der Tat im Anschluss an diese alten Forschungsarbeiten von Arrow durchaus eine Überlegung wäre, die es sich lohnt, sowohl in der ökonomischen als auch in der rechtswissenschaftlichen Forschung zu verfolgen. Rechtspolitisch müssen wir das ohnehin machen, denn sonst lassen wir die Kommission an der Stelle durch rechtswissenschaftliche Forschung uneingehegt und das wäre ganz bestimmt nicht sinnvoll und zielführend. Sehr vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld, die ich zu schätzen weiß und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Gut. Bin ich jetzt, ja. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank für das wunderbar anregende, historisch-ökonomisch fundierte Referat, das ja in ganz vielerlei Hinsicht Diskussionsstoff bietet. Und ich möchte sozusagen als Icebreaker erstmal in eine Sache einführen. Dein Misstrauen hinsichtlich des Begriffs des Market Failures, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und da du es ja auch so wunderbar historisch auch fundiert hast, ist es ja sozusagen für eine rechtshistorisch, würdest du als historische Perspektive, ist ja zunächst erstmal nichts Verwunderliches, dass man sagt, Recht und Staat bedingen sich. Selbst meine, beim guten alten Savigny will man ja auch schon das finden, dass sozusagen Recht das voraussetzt. Dann haben wir natürlich diese Spirale, dass man gesagt hat, ja, gerade aus dem Kapital- und Aktienrecht kommen, haben wir diese Krisen, Aktiennovelle, dann Weltwirtschaftskrise, New Deal, parallel übrigens auch interessanterweise gleichermaßen im stalinistischen Russland, gleiche Bestrebungen, die das ja auch einfach viel klarer gemacht haben und dort viel mehr Wirtschaftslenkung als Thema war, die man dann ja auch Hayek und andere in den 50er, 60er Jahren viel klarer noch sozusagen gesehen haben. Und jetzt frage ich mich, müsste man nicht vielleicht auch, weil du ja dein Paper vorgestellt hast, als erste Frage, müsste man vielleicht nicht viel radikaler auch mit diesem Market Failure Approach brechen, weil das ja eigentlich immer nur so eine Art Rechtfertigungsspirale für die Politik ist. Und wäre es nicht besser vielleicht in einem positiven Sinn, und übrigens Law and Economics ist vielleicht auch Mitschuld, weil die sozusagen immer das immer so als Rechtfertigungsspirale mit Effizienz haben. Und wäre es nicht besser zum Beispiel mit einem Konzept von Alvin Ross, einfach viel mehr den Market Design zentraler in den Vordergrund zu stellen, so verstehe ich dich ja auch, dass wir und dann wirklich mehr über Structure und Distinctions sprechen müssen. Das wird dann natürlich viel schwieriger. Ja? Aber dass man sich nicht sozusagen versteckt hinter der, dass wir immer nur so Quick Fixes machen, wir haben da ein Failure, dann machen wir das, sondern viel breiter, und so verstehe ich dich, das ja auch zu adressieren. Das ist natürlich sozusagen der erste Ansatzpunkt, ob man da nicht noch viel aktiver reingehen muss. Und die zweite, vielleicht ein bisschen kleinspuriger, die mich selber sehr interessiert, ist, gerade jetzt bei diesen vielen Themen, du hast gerade ja die Datenwirtschaft angesprochen und es ploppen ja so viele Dinge auf, Behavioral Data, dann tun so gerade die Juristen in Deutschland was ja, und Österreich, was ja teilweise fragwürdig ist, bei NFTs, es sei Sachenrecht. Ich glaube, es hat mit Sachenrecht nichts zu tun. Also was ich mich dann frage, kleiner strukturiert, woher wissen wir eigentlich, auch von einem Urheberrechter und von einem Experten deines Kalibers, woher wissen wir eigentlich, wann müssen wir eigentlich diese neuen Rechte zulassen? Du hast das natürlich spezifisch gerade bei Patenten und Daten gesagt. Können wir jetzt vielleicht in diesem neuen Konzept der Innovationsförderung eigentlich so ein Raster entwickeln
wann brauchen wir eigentlich, oder müssen wir diese Frage beantworten, wann brauchen wir eigentlich neue urheberrechtliche Kategorien? Das sehe ich ja sozusagen auch bei dem Eames-Beispiel. Wann müssen wir durchlässig sein? Wo ist es etwas eine Regulierungsfrage und wo ist es vielleicht einfach eine Frage auch erstmal für die Forschung, für die Jurisprudence, dort halt eben zu analysieren und sagen, na bitte, jetzt macht dort noch nichts. Das sind zwei tolle Fragen, die ja auch im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Die zweite Frage ist eigentlich ein Anwendungsfall der ersten Frage. Die erste Frage ist die große Frage, die eigentlich mit Blick auf meinen Vortrag kommen muss. Historisch teile ich genau diese Auffassung. Es ist ja überaus bemerkenswert, dass die sozialistischen Länder, obwohl sie von vornherein einen steuernden Ansatz hatten, dennoch nicht gesagt haben, Volkseigentum beim geistigen Eigentum, sondern diesen grundsätzlichen Propertisierungsgedanken. Die Leute werden in welcher Form gesteuert, dann angeregt sein zu innovieren. Den wollten sich die sozialistischen Länder schon zugutehalten. Ich habe in den USA schon Diskussionen geführt, wo mir gesagt wurde, oh, but the intellectual property in Russia was an example that a concept of popular property can work, and it was not at all popular property. Es gab in Russland ein sehr entwickeltes Urheberrechts- und Patentrechtssystem und dann tatsächlich den Versuch, in diesem Rahmen mehr zu steuern. Wir sehen ähnliche Entwicklungen in China, wo in bestimmten Bereichen ganz bewusst ein Schwerpunkt gesetzt wird und versucht wird, an dieser Stelle eine Vertiefung zu leisten, bestimmte Erleichterungen zu leisten oder nicht. Ich weise mal darauf hin, dass die Chinesen in diesem neuen chinesischen Patentgesetz von 2021 beispielsweise für jedes Patent die Möglichkeit der Zentralregierung vorsehen, bei entsprechendem Bedarf aufgrund gesamtgesellschaftlicher Interessen eine Zwangslizenz vorzusehen. Das sind Dinge, die hängen bei uns an sehr, sehr hohen, sehr differenzierten Voraussetzungen. Und dort nimmt man sich vor, wie immer wir das erstmal einordnen wollen, dass eine Zentralregierung muss entscheiden können, down the road hier entsprechende Einschränkungen vorzunehmen. Also es muss einem vor einem Market Design Approach nicht unbedingt bange sein und damit stellt sich deine große Frage und für mich ist das die Frage, habe ich jetzt nur den Weak Claim, dass ich an der Stelle sage, wir haben da einen echten Forschungsbedarf, der ist allemal origineller als die Marktversagensdiskussion, die sehr, sehr wichtig war, aber jetzt an der Stelle ergänzt werden muss und da möchte ich jetzt Forschung machen, um sozusagen weiterzusehen. Oder gehe ich diesen Schritt weiter und behaupte schon den Strong Claim und sage, in bestimmten Bereichen weiß ich das und will bestimmte Ziele erreichen. Mein Beispiel die funktionalen Designs. Ich würde vermutlich, wenn ich eine entsprechende normative Aufgabenstellung hätte, die sagt, wir wollen möglichst variable Designs in unseren Räumen, wir wollen die Innovation in diesem Bereich zusätzlich anregen zu neuen guten Lösungen, würde ich wahrscheinlich sagen, nur Gebrauchsmusterschutz. Wird ja jemand anders sagen würde, oh nee, dann reichen die Anreize nicht, dann wird es eher weniger, glaube ich nicht. Das wäre also ein Beispiel, wo man möglicherweise schon zu dem Strong Claim käme. Die NFTs sind ein sehr, sehr interessantes Beispiel, die sind auch aus meiner Sicht rein rechtlich natürlich ein rein tatsächliches Phänomen, das kann in bestimmten Bereichen eine bestimmte Beweiserleichterung leisten, etwa mit Blick auf Provenienz im Bereich der bildenden Kunst, wird dann aber mit einem Marktwert aufgeblasen, der einfach sozusagen sich diese Chimäre sucht, um Geld unterzubringen, von dem im Moment in den Ökonomien natürlich zu viel vorhanden ist. Das ist per se noch nicht schlecht. Gold hat letztlich auch keinen Funktionswert und so ähnlich werden nun eben die NFTs da an der Stelle aufgeladen. Aber die NFTs sind ein gutes Beispiel, wo ich sagen würde, da wäre ich derzeit beim Weak Claim. Ganz bestimmt würde ich das Ganze derzeit nicht rechtlich zusätzlich befördern und befeuern. Aber ob und wie man es gegebenenfalls regulieren müsste, wüsste ich noch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Eindruck wäre, ich starte vom Weak Claim und sage, wir haben in diesem Bereich die letzten 20, 30 Jahre zu wenig geforscht und wir müssen an der Stelle Forschungsressourcen konzentrieren. Und wo immer diese intensivierte Forschung mit Blick auf die Beeinflussung der Innovationsrichtung dann bestimmte Ergebnisse erzeugt, aufgrund derer wir sagen, da sind wir jetzt halbwegs verlässlich sicher, hier sollten wir Folgendes machen. Glaube ich, können wir das schon tun. Wo wir diese verlässlichen Ergebnisse aber nicht haben, würde sich daraus zunächst mal nicht der Strong Claim ergeben, sondern nur die Forderung danach, möglichst flexibel, möglichst ergebnisoffen.
um Himmels Willen nicht bestimmte Konzepte, vorgefasste Konzepte von Innovation in einer Verordnung festlegen, die man dann, das wissen wir ja, über Jahrzehnte nicht wegbekommt. Also zuerst der Reclaim, Flexibilität und mehr Forschung, und dann in ganz kleinteiligen Einzelbereichen. Die Landwirtschaft wäre ein Beispiel gewesen, wo wir dann möglicherweise sagen können, da agiert man, gegebenenfalls auch eine positive Vorstellung. Und wenn sich daraus dann down the road in 20 Jahren auch dieses Raster ergeben sollte, umso besser. Dass wir derzeit so weit sind, dass wir das Raster entwickeln könnten, glaube ich nicht. Da wäre ich sehr, sehr zurückhaltend, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ist ja auch das, wozu die Ökonomen raten. Die sind immer äußerst besorgt. Aber das mag schon wieder so ein Stück weit diese Denktradition sein, die du zu Recht angesprochen hast. Dass da eben immer noch so ein bisschen dieser Laissez-faire-Gedanke drin ist, der eigentlich gesellschaftspolitisch völlig aus der Mode ist. Bei Hate Speech käme keiner auf die Idee. In der wirtschaftspolitischen Regulierung wird uns das Ganze immer noch so als der alleinselig machende Ansatz verkauft. Das wäre so in etwa meine Antwort. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, wann man da zu einem Raster gelangen könnte. Aber dass man intensive Forschung an der Stelle leisten muss, das ist meine tiefe Überzeugung. Da lasse ich mich auch persönlich dran festhalten. In die Richtung würde ich arbeiten wollen in den nächsten Jahren. Dann darf ich ganz kurz eine Frage aus dem Chat von unserer Kollegin Fuchs stellen, die sich ganz herzlich für ihren inspirierenden Vortrag bedankt. Und zwar interessiert sie sich für die verfassungs-, insbesondere grundrechtlichen Grenzen der rechtlichen Innovationssteuerung. Naja, was wir beobachten, ist ja zunächst mal in Europa eine Situation, in der wir methodisch davon ausgehen müssen, dass immer wenn Vollharmonisierung herrscht und der Trend geht zur Vollharmonisierung, sich die entsprechenden Rahmenbedingungen, wenn keine Spielräume für die Mitgliedstaaten mehr bestehen, nach der Europäischen Grundrechtecharta richten und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rezipiert und für den Bereich des geistigen Eigentums in erheblichem Umfang fortentwickelt und entwickelt hat, hat schon einige bemerkenswerte Charakteristika, die den Einfluss der Grundrechte jedenfalls down the road deutlich erhöhen werden. Erstens mal kann ich in Europa diese gesamte Diskussion, die wir in Deutschland sehr, sehr präzise und auf höchstem intellektuellem Niveau geführt haben, über die Frage unmittelbare Drittwirkung versus mittelbare Drittwirkung von Grundrechten in Privatrechtsverhältnissen, in Europa in keiner Weise in vergleichbare Diszipliniertheit und Zurückhaltung erkennen. Beginnend im Arbeitsrecht und mittlerweile konkretisiert im Recht des geistigen Eigentums, seit der Entscheidung UPC Telekabel, geht der Europäische Gerichtshof vielmehr davon aus, dass im Verhältnis privater Rechtsverhältnisse immer dann, wenn es notwendig ist, weil etwa eine Plattform für die Verwertung von geistigen Eigentumsrechten in einer spezifischen Machtposition steht, als Spinne im Netz, auch die Plattform unmittelbar dafür sorgen muss, dass die entsprechenden europäischen Grundrechte angemessen und unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes miteinander ausgeglichen werden. Das betrifft dann einerseits den Schutz geistigen Eigentums, wie er in der Charta in einem eigenen Absatz im Zusammenhang des Sacheigentums geregelt wird. Aber es betrifft natürlich andererseits auch die Zugriffsinteressen der Nutzer und Kunden. Und es betrifft bestimmte Metainteressen, die mehr die Ausgestaltung betreffen, wie etwa das Interesse am Schutz persönlicher Daten, das ja sehr ernst genommen wird und in bestimmte Durchsetzungsprobleme führen kann. Das sind dann sehr, sehr komplexe Abwägungsentscheidungen, aber was immerhin bemerkenswert ist, dass der Europäische Gerichtshof erstens großen Appetit hat, die Grundrechte hier als eine Art Abwägungsmaterial heranzuziehen. Das ist insoweit aus meiner Sicht eine gute Nachricht, als damit diese zusätzliche normative Aufladung mit bestimmten gesellschaftspolitischen Grundüberzeugungen erfolgt, die wir haben. Das ist insofern eine schlechte Nachricht, als der Europäische Gerichtshof dabei nicht sonderlich diszipliniert vorgeht, sondern er verwendet die Grundrechte so ein bisschen als Abwägungsmaterial, zieht sie heran, wenn sie ihm recht ist, zieht sie weniger heran, wenn sie ihm weniger recht ist. Darin liegt eine bestimmte Gefahr, auf die hat der ja ganz konservative Theoretiker Bork in den USA schon frühzeitig hingewiesen, wenn man das übertreibt.
entwertet man irgendwann die Grundrechte in ihrer eigentlichen genuinen Funktion als Abwehrrechte gegen den Staat. Denn das hat natürlich einen bestimmten Overspill. In dem Maße, wie ich das relativiere, zum Abwägungsmaterial erkläre, ist es dann plötzlich in dem Moment auch weniger wert, wo der deutsche Staat einfach die Bildzeitung zensieren will. Wo man dann sagen würde, das ist jetzt nicht eine Abwägung zugänglich, sondern das ist das Zensurverbot. Also da liegt eine bestimmte Gefahr, da liegt aber auch eine gewisse Chance. Die gewisse Gefahr sehe ich darin, dass natürlich damit zwar im Sinne meines Verständnisses eine bestimmte normative Aufladung möglich wird. Die Rechtssicherheit leidet, glaube ich, ein Stück weit. Wenn dieser grundrechtliche Input reinkommt, hat man schon eine gewisse Problematik, die entsprechenden Fälle vorherzusagen. Denn sie stehen vor einer sehr theoretischen, technischen Frage im Urheberrecht und stellen plötzlich fest, dass der Generalanwalt beim EuGH aufgrund bestimmter grundrechtlicher Vorstellungen, die er entwickelt hat, dieses gesamte System normativ überformt und zu Lösungen kommt, die sich eigentlich nur noch als Rechtsfortbildung erklären lassen. Aber darin zeigt mir, eigentlich liegt darin aus meiner Sicht eine gewisse Bestätigung meiner These, der Druck, dieses System zu flexibilisieren und diese falschen Grundvorstellungen von Innovationen, die zum Teil nicht mehr zeitgerecht sind, anzupassen, ist mittlerweile so groß, dass man auf alles zurückgreift, was einem da recht ist, um bestimmte Rechtsfortbildungen zu rechtfertigen. Und das sind dann unter anderem auch die Grundrechte. Ob die am Ende eine entsprechend präzise Antwort immer geben können, da wäre ich zurückhaltend. Aber um bestimmte Fehlentwicklungen zu verhindern, siehe Urheberrechtsrichtlinie und das neue Urteil des EuGH in Sachen Polen und Rat, um bestimmte Fehlentwicklungen zu verhindern und bei bestimmten Extrementwicklungen zu sagen, das lässt sich jetzt mit unserer Grundrechtelage nicht mehr vereinbaren, ist das natürlich ein Korrektiv von erheblichem Wert. Vielleicht um da anzusetzen noch, also bei den Weak Claims hat man nicht immer auch das Problem, dass wir ja in einem System leben, wo wir immer auch im Urheberrecht immer von einem Numerus Clausus Prinzip ausgehen und dass das vielleicht für den Ansatzpunkt mit den Weak Claims dann nicht so gut funktioniert, weil man sagt, naja, ihr fangt ja mal an bei Innovation mit tatsächlichen Vorgängen und irgendwann muss man dann sozusagen Hard Law draus machen. Ich meine, muss man nicht schon früher darüber nachdenken? Was ich mich auch gefragt habe, das habe ich nur in der Außenperspektive, diese Debatten darüber, ob man jetzt Daten absolut ausgestattet. Ist das die richtige, aus einer Innovationsperspektive, ist das die richtige Fragestellung? Oder ist die sozusagen eigentlich wieder nur so ein Reflex von Juristen und Juristinnen, die jetzt denken, jetzt haben wir wieder eine Kategorie, die wir haben und jetzt dann können wir uns daran abarbeiten. Und was kann man dazu sagen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, schon in diesem traditionellen urheberrechtlichen Leistungsschutzbereich. Und dann natürlich besonders interessant und vielversprechend für die ganze Datendiskussion. Wenn man mal mit dem traditionellen Bereich anfängt, dann ist es ja nicht so, dass wir nicht so ein bestimmtes Vorfeld hätten, so eine bestimmte Vorwirkung, und das ist in Kontinentaleuropa der UWG-Schutz. Das heißt, der UWG-Schutz gegen unlautere Übernahmen, und die Amerikaner haben ja so etwas Ähnliches unter der alten IMS-Health-Doktrin, die haben das aber extrem zurückgefahren, das existiert praktisch gar nicht mehr im Bundesrecht. Der UWG-Schutz wirkt zunächst mal wie eine Art Seismograf, wenn man schon gar keine Fälle sieht, die in der gerichtlichen Praxis Fälle unmittelbarer Leistungsübernahme sind und auf diese Weise überhaupt erstmal eine Fehlstellung im Markt indizieren. Spricht wenig dafür, neue Leistungsschutzrechte zu schaffen. Wenn wir in die bestehenden Leistungsschutzrechte schauen, dann hatte sich das Ganze zunächst mal immer im UWG entwickelt und war dann ab einer bestimmten kritischen Masse verfestigt worden. Tonträgerhersteller, Fotografen, Sendeunternehmen. Wenn man in diese Leistungsschutzrechte aus heutiger Sicht schaut, müsste man sich für jedes einzelne und dann mal einstweilen Ergebnis offen, ganz ketzerisch fragen, ob wir sie überhaupt noch brauchen. Das heißt, die erste Folgerung fürs traditionelle Urheberrecht aus dieser Fragestellung wäre, jedes einzelne dieser Leistungsschutzrechte und besonders das einfache Leistungsschutzrecht für Knipsbilder. Wenn ich jetzt von dir ein Foto machen würde, hätte ich ja ein 20-jähriges Leistungsschutzrecht für dieses Foto erworben. Müssen natürlich auf den Prüfstand, weil die entsprechenden Investitionsaufwendungen gar nicht mehr gegeben sind wie in den 20ern. Für die Datendiskussion ist es wahnsinnig spannend, denn da wird es komplexer. Das ist ja tatsächlich eine neue Herausforderung unterhalb des Bereichs dessen, was wir üblicherweise geschützt hätten. Das hat der Zech sehr schön belegt, dass das eigentlich eine Kategorie ist, die unterhalb dessen läuft, was wir typischerweise schützen würden. Die Juristen schauen also da rein und haben das Gefühl,
das Ganze kann noch nicht unreguliert laufen. Dabei läuft es unreguliert gar nicht so schlecht. Dann ist der erste Impetus, na, wenn wir das schützen, dann erfolgt zumindest eine Zuordnung, dann kann sich der Markt entwickeln, dann springt das alles an. Tolle Idee, wir ordnen die Daten zu. Das war so der Stand in der EU vor 5 bis 10 Jahren. Dann schaut man sich die spezifischen Probleme an, sagt, oh, wenn es um Verbraucherempowerment geht, liegt das Problem wohl weniger beim Eigentumsrecht, denn das würden die sowieso sofort weglizenzieren an den Autohersteller, an den Kaffeemaschinenhersteller oder wo immer da die Daten gesammelt werden. Die Krux liegt offenbar eher im Vertragsrecht, ist komplexer. Und damit haben wir ja heute einen Forschungsstand, das finden wir auch sehr schön im Data Act, der eigentlich verlässlich und klar signalisiert, Propertisierung ergibt in diesem Bereich nach unserem derzeitigen Forschungsstand keinen Sinn. Das heißt, wir haben erstmals das, was du allgemein vorschlägst, erreicht. Wir haben in diesen Bereich reingeschaut. Wir sind der Versuchung, mit Property Rights zu arbeiten, in Europa nicht erlegen. Die Kommission hat begriffen, in diese Richtung wird es nicht gehen, das wird nicht kommen. Die Chinesen diskutieren im Moment noch, einige andere Nationen weltweit diskutieren, die Japaner sind einen kleinen Schritt in die Richtung gegangen. Europa wird in die Richtung Dateneigentum nicht gehen. Und das ist ja zunächst mal eine gute Nachricht. Und dann ist es fast wie ein Treppenwitz der geistigen Eigentumsgeschichte. Dann sagt man, na, aber dann müssten wir doch möglicherweise zumindest Zugang regeln. Zugang sei doch das, woran es eigentlich fehlt. Und das ist ja nun die Grundidee des Data Act. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Problem. Während bis jetzt ein sich selbst regulierendes, in bestimmten Bereichen vielleicht problematisches, in anderen Bereichen nicht problematisches, rein vertragsgesteuertes System da vor sich hin existiert hat, das jedenfalls keine so unglaublichen Probleme aufwirft, dass man unmittelbar bestimmte Dinge lösen müsste. Und wo sie sich gestellt haben, haben wir sie gelöst. Zugang zu Emissionsdaten, Zugang zu bestimmten Finanzdaten, die man braucht für die Finanzinstrumente und ähnliches mehr. Also wir haben eine ganze Reihe bereichsspezifischer Regeln. Stattdessen sagt man jetzt ein Zugangsrecht und dieses Zugangsrecht wird dem Kunden zugeordnet. Und man schaut drauf und sagt, oh, also den Zahn mit dem Eigentumsrecht hat man jetzt aufgrund solider Forschungsarbeit dem Gesetzgeber gezogen. Daraufhin sagt der Gesetzgeber, Zugangsrecht hat aber offenbar ein dringendes Bedürfnis, das Zugangsrecht wieder eigentumsähnlich zuzuordnen, und zwar auf einen Player, den Endkunden, der das möglicherweise gar nicht so gut kann, wie der, bei dem die Daten aggregiert liegen. Warum kein Zugangsanspruch gegen den? Und das ist genau das Problem. Es ist offenbar ein hoher intuitiver Appetit da, Rechte zuzuordnen. Erster Schritt, Eigentumsrechte, die sind derart in Verruf geraten in der Diskussion der letzten 30 Jahre, dass man damit nicht mehr durchkommt. Jetzt dieselbe Diskussion bei den Zugangsrechten. Ach, dann müsste man doch Zugangsrechte zuordnen, um einen Markt für sie zu eröffnen. Und die vollkommen gegenteilige Diskussion, ob das möglicherweise etwas ist, für das der Marktmechanismus nur sehr eingeschränkt funktioniert. Allmende-Diskussion, die Frage danach, ob hier möglicherweise eine Infrastruktur vorliegen würde, die der Staat regulieren und vorhalten muss, die wird gar nicht mehr gestellt. Sondern man hat wieder diese Vorstellung, solange man nur am Ende irgendeine Position zuordnet, die dann da flauten kann, würden sich die Probleme gleichsam von selbst lösen. Und das finde ich also wahnsinnig wichtig, denn da illustriert die Frage diesen ersten Schritt. Propertisierungsinstitution, da hat sich die Arbeit der letzten 30 Jahre gelohnt, da sind wir skeptischer geworden. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht umgekehrt das Kind mit dem Bade ausschütten und das Gleiche nun mit der neuen Modewelle, den sogenannten Zugangsrechten, machen. Das wäre genauso gefährlich. Ist dann aber wieder eher der Weak Claim, mehr Forschung, mehr Flexibilität, abwarten. Und wenn wir dann weitersehen, können wir ja sehen, ob wir mit bestimmten institutionellen Mixturen arbeiten können. Und was diese institutionellen Mixturen angeht, das ist eine andere Grundüberzeugung, die ich habe, werden wir natürlich in viel höherem Maße links und rechts schauen, als wir es bisher gemacht haben. Wir haben normalerweise gesagt, das Patentrecht ist ein völlig neutrales Anreizsystem und was dann den Marktzutritt angeht, down the road kommt die ganze Regulierung. Pharmazulassung, Green Biotech-Zulassung, das wird nicht etwas sein, was wir so weiter betreiben können. Wenn wir Innovationsrecht betreiben wollen in den nächsten 20, 30 Jahren, werden wir in diese Regulierungsumgebung mit reinschauen müssen. Da bleibt uns gar nichts übrig. Sonst würden wir da praktisch im Elfenbeinturm der IP-Rechtler sitzen.
Wir werden im Finanzmarkt uns die Regulierung zunehmend mit ansehen müssen. Wir werden im Pharmabereich und im Bereich der Green Biotech uns die Regulierung zunehmend mit ansehen müssen. Und nur wenn wir das mit im Blick haben, wird es uns überhaupt noch gelingen, da vernünftige institutionelle Lösungen vorzuschlagen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, im Chat ist noch, sind schöne Grüße aus Krems gekommen, Clemens Appel. Stimmt Ihre Analyse eher an der Kritik eigentlich an dem evidenzorientierten Ansatz des Market Failures voll zu? Ich habe mir das auch schon hin und wieder überlegt, ob eigentlich so diese Argumentation des evidenzbasierten, der Rechtfertigung für neue Schutzrechte, für Regulierung insgesamt, ob das nicht eigentlich auch in den letzten zwei Jahren, wenn man so zurückblickt, etwas an auch der Überzeugungskraft verloren hat, weil wenn wir uns ansehen eigentlich, wie viel an Daten wir bezüglich der Pandemie gesammelt haben und eigentlich bis heute nicht wirklich zu einem Stand gekommen sind, wo wir sagen können, also es ist jetzt wirklich ein Konsens, ein gesamtgesellschaftlicher Konsens zu erzielen, dass jetzt bestimmte Mechanismen, die da getroffen werden zur Pandemiebekämpfung, gut sind, schlecht sind, wirken. Also habe ich mich schon öfters gefragt, ob eigentlich dieses Argument, das bislang immer so dass der Nimbus war, also neue Schutzrechte oder weniger Schutzrechte, alles nur evidenzorientiert zu schaffen, zu leisten, ob man das nicht eigentlich auch etwas relativieren muss und sagen muss, naja, es geht eigentlich immer auch irgendwie darum, was ist politisch gewollt, was wollen wir auch als Gesellschaft, wo wollen wir hin? Also zunächst mal ganz herzliche Grüße an den Clemens Appel. Freue ich mich ganz besonders, dass er auch zugehört hat und nun insbesondere mitdiskutiert. Das ist mir also an der Stelle lieb und teuer, lieber Clemens Appel. Und entsprechend grundlegend ist natürlich auch die Frage. Tatsächlich habe ich auf meiner letzten Folie angedeutet, wo meine Grundüberzeugungen an der Stelle herkommen. Und sie sind vergleichsweise recht alt und kommen aus Cambridge. Ich hatte damals bei Matthew Kramer, das ist ein amerikanischer Rechtsphilosoph, einen Kurs gehört, aus dem er dann ein Band von Essays gemacht hat in Defense of Legal Positivism. Und dieser Kurs funktionierte so, ich habe das in schönster Erinnerung, ist eigentlich einer der schönsten Kurse, die ich als Student besucht habe. Dieser Kurs funktionierte so, wir haben insgesamt vielleicht 12 der ganz grundlegenden Paper, die in Richtung evidenzbasierter Regulierung gehen. Und diese evidenzbasierte Regulierung aus einem wohlfahrtsökonomischen, evidenzbasierten Approach holen wollen. Da haben wir die 12 Originalpaper gelesen, ein Kurs, ein Borg, ein was immer da dann natürlich sonst prägend und wichtig war, auch Calabresi und Melamed und einiges von Learned Hand. Und dann war die Aufgabe der Kursanten für die jeweilige Woche immer zu ermitteln, wo das normativ-rechtspolitische Kaninchen in den Entwurf gezaubert worden ist. Und so war es. Dieser sogenannte evidenzbasierte Ansatz, der vermeintlich aufgrund positiv feststellbarer wohlfahrtsökonomischer Analyse bestimmte konkrete Lösungen vorschlagen kann, wird immer entweder in der Baseline oder in der Analyse der Profite oder in der Analyse der Gewinne oder in der Auswahl der jeweils herangezogenen Methode ohnehin ein normatives Element beinhalten. Das ist eine schlechte Nachricht, weil es ist eben nicht ganz so evidenzbasiert, wie wir immer gehofft haben. Das ist aber eine sehr gute Nachricht, denn es befreit auch für die ökonomische Forschung den Blick. Am Ende geht es eben auch insoweit nur darum, eine bestimmte strukturelle Herangehensweise zu etablieren und im Rahmen dieser Struktur zu bestimmten, dann deutlich zu relativierenden, aber für den politischen Prozess immer noch hilfreichen Evidenzen zu kommen, die sich aber natürlich nach normativen Beurteilung einordnen müssen und die immer auch ein Stück weit schon ein normativ inhärentes Element beinhalten. Das empfinde ich aber für einen Forschungsansatz wie den, der mir vorschwebt, als gewisse Befreiung, weil das heißt, und da würden einem ja auch Ökonomen, die jetzt nicht ganz in diesem mathematischen Modelldenken verfangen sind, zustimmen, weil das heißt, dass ein Ansatz, wie der jetzt an dieser Stelle von mir vorgeschlagene, auch im Verbraucherschutzrecht ja von vielen vorgeschlagene, die legitime Verbrauchererwartung als neue Grundüberlegung, Grundrechte als Grundüberlegung, dass ein derartiger Ansatz eben nicht schon von vornherein mit dem Vorwurf entkräftet werden kann, er führe in so ein beliebiges rechtspolitisches Nirvana und sei eigentlich per se methodologisch undiszipliniert. Sämtliche dieser Ansätze
treffen inhärente normative Wertungen, sei es als Baseline, sei es in der Auswahl der Methode. Und das ist in gewisser Weise für einen Ansatz, der in deinem Sinne dann aber auch rechtspolitisch wieder bereit sein will, Entscheidungen zu treffen, zu denen wir stehen, ein befreiendes Argument, weil man dann sagen kann, auch in dem Moment, wo ich nicht reguliere, treffe ich eine Entscheidung und die muss nicht notwendig zu mehr Freiheit führen. Unser System ist ohnehin ein sehr komplexes System aus verbleibenden Taschen für Freiheit, verbleibender Regulierung. Das gilt fürs geistige Eigentum gleichermaßen wie fürs häufig anders gezeichnete Sacheigentum. Aber fragen Sie mal den Eigentümer einer Eigentumswohnung in Wien, wie frei er sich in der Vermietung dieser Wohnung fühlt. Auch das ist ohnehin hochreguliert und vor diesem Hintergrund ist dieses Paradigma im Zweifel nicht eingreifen. Sicherlich, wenn man da gesamthaft und ganz sorgsam reinschauen will, in vielen Bereichen unterkomplex. Und das ist aber auch eine Befreiung für neues Denken in diesem Bereich und differenzierteres Denken und den Versuch an der Stelle jetzt wieder nach 20 Jahren, in denen das ganz wichtig war, um Inflationierungstendenzen hinsichtlich des Schutzes vorzubeugen, einen Schritt weiter zu kommen und zu sagen, was ist denn dann jetzt die Zukunft und wo gehen wir hin? Und ich glaube eben, dass das so besonders wichtig sein wird, weil die Mode geht in die Richtung, wieder normativer zu denken. Und dann kann es ja nur unsere Aufgabe sein, zu sagen, dafür versuchen wir, eine tragfähige Theorie zu entwickeln. Nicht mal, weil ich davon so ein großer Freund wäre, aber weil das die einzige Möglichkeit sein wird, dieses Denken wissenschaftlich zu begleiten. Wenn wir versuchen, das auf der Basis des Paradigmas vom Marktversagen wissenschaftlich zu begleiten, dann erleiden wir Schiffbruch, weil wir dann den entsprechend mittlerweile verschobenen Impetus missverstehen würden. Ja. Das war, glaube ich, ein wunderbares sozusagen Schlusswort. Es erinnert mich, dass ich in einem Workshop in New York jemand eine ganz ausführliche sozusagen empirische Studie über, was war das, Konkurrenzverträge. Und er war ganz stolz, dass er sozusagen 40.000 Verträge sich angeschaut hat. Ne? Und dann wollte man irgendwie wissen, was folgt jetzt daraus? Und er sagte, I don't care about normativity. Ja? Das ist natürlich dann auch sehr fragwürdig, ob man sozusagen dieses Ziel verfolgen soll. Wir bedanken uns vielmals für diese anregenden Worte und den Beitrag auf einen Forschungsbeitrag, auf den wir sehr gespannt blicken werden, wie er sich dieses Jahr und nächstes Jahr fortentwickeln wird. Wir wollen uns bedanken. Wir haben schon eine alte Tradition entwickelt, kann man mittlerweile schon sagen, dass also unsere Gäste eine Linzer Torte bekommen. Ja? Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das sozusagen, ich weiß nicht, ob Linzer Torte, ich glaube, ob das irgendwie patentiert ist oder so, ich glaube nicht. Das ist einfach, aber sozusagen. Keine Sorge, also gut, also ich will dich deletieren, das müsste Philipp sagen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich auch an das Publikum hier und online. Bleiben Sie uns gewogen. Im Wintersemester wird es wieder interessante aktuelle Beiträge geben. Wir werden Sie sozusagen über die normalen Kanäle wieder darüber informieren. Sonst danke ich Ihnen vielmals und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.